zum Thema. Wer den Leuten Bildung bringt, aber sie nicht vereinigt mit einer liebevollen Gesinnung, der ist wie einer, der jeden wollte, ohne zu ernten. Wer sie vereinigt durch liebevolle Gesinnung, aber sie nicht beruhigt durch Musik, der ist wie einer, der ernten wollte, ohne zu essen. Wer sie beruhigt durch Musik, aber sie nicht vollendet in der Übereinstimmung mit dem Naturgesetz, der ist wie einer, der essen würde ohne zu gedeihen. Dadailigi, das Buch der Sitten, 1. Vorwort. Die Darstellung der Oktave als integrales Harmoniegesetz erfolgt in diesem Buch für den Laienleser. Hier werden in erster Linie verschiedene praktische Anwendungsmöglichkeiten der kosmischen Urtöne beschrieben, wie zum Beispiel die Handhabung der planetarischen Stimmgabeln. Die Erläuterungen richten sich an eine Leserschaft ohne physikalische und musiktheoretische Vorbildung. Die wissenschaftlichen Grundlagen und den theoretischen Hintergrund finden Sie in dem Buch Die kosmische Oktave – Der Weg zum universellen Einklang, 2, in allen Einzelheiten sehr ausführlich beschrieben. Ein zentrales Thema meiner Forschungen war die Bestimmung des Kammertones, des Grundtones, nachdem alle Instrumente im Orchester gestimmt werden. Heutzutage nimmt man üblicherweise den Ton A mit 440 Schwingungen pro Sekunde, 440 Hertz. Diese Frequenz wurde auf der Stimmtonkonferenz in London im Jahre 1939 festgelegt. Der heutige Kammerton, so wie er im abendländischen Kulturkreis verwendet wird, basiert auf einer willkürlichen Entscheidung und ist leider nicht im Einklang mit dem Lauf der Dinge. Es gibt jedoch Kammertöne, zum Beispiel in Indien oder in China, die im Einklang mit der Natur sind. Es sind dies jene Grundtöne, in denen jede echte kosmische Musik wurzelt, ganz im Sinne der altchinesischen konfuzianischen Lehre. Da ich weniger nach den Lehren einer bestimmten Schule arbeite, als nach dem, was ich in der Natur sehe, kommt meine Weltanschauung mehr von Weltanschauung, als vom Bücherlesen. So stammen meine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse aus einer Art Vision einer Schauung genauso wie die davon abgeleiteten Möglichkeiten, dieselben für sich nutzbringend anzuwenden. Sicher war es von großem Vorteil, das Alphabet der Mathematik und der Geometrie jahrelang studiert zu haben. Doch das eigentliche Erkennen liegt jenseits des gewöhnlichen Studierens. Erkennen, passiert Apostroph einem. Erkennen ist wie das sich einschwingen auf einen bestimmten Kommaschaltkreis Apostroph, so wie man etwa an einem Radioapparat eine bestimmte Wellenlänge oder Frequenz einstellt, um ein bestimmtes Programm hören und wahrnehmen zu können. Die Musik ist die Harmonie von Himmel und Erde. Die Sitte ist die Stufenfolge von Himmel und Erde. Durch Harmonie verwandeln sich alle Dinge, durch die Stufenfolge unterscheiden sich alle Dinge. Die Musik hat ihren schöpferischen Ursprung im Himmel, die Sitten formen sich nach der Erde. Wenn die Formungen zu viel werden, so entsteht Verwirrung. Wenn das Schöpferische zu viel wird, so entsteht Gewalt. Nur wenn man Himmel und Erde klar erkennt, vermag man Sitte und Musik zur Blüte bringen. So steht es im Buch der Sitten des Ligi. 3. S. 76. Es war eine Vision, die die Verbindung der alten Harmonielehren mit neuen physikalischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zeigte und zu einem allverbindenden Maß führte, mit dem es möglich ist, die Bewegungen der Planeten in hörbare Rhythmen und Klänge wie auch in sichtbare Farben zu transponieren. Dieses grundlegende Maß zeigt auch klar harmonikale Zusammenhänge zwischen verschiedensten Naturerscheinungen aus den Bereichen der Astronomie, der Meteorologie und der Mikrobiologie. Das Maß, das in der Analogie der musikalischen Harmonien zu den allgemeinen Strukturen alles Seienden wurzelt, wird hier nicht nur erklärt und erläutert, sondern es werden auch manche Möglichkeiten gezeigt, sich diese universellen Beziehungen selber durch Experimentieren zu veranschaulichen und zu vergegenwärtigen. So kann das Gelesene nicht nur im Geiste nachvollzogen werden, sondern auch zu echtem Erleben führen, wenn es seinen Widerhall in der Tätigkeit findet. Ob nun für jemanden der Weg dahin die meditative Verklärung, das künstlerische Schaffen oder die erotische Ekstase ist, wird nur von der persönlichen Inspiration bestimmt und liegt ganz in der Eigenart eines jeden Lesers und ist somit Gegenstand seiner persönlichen Wahlfreiheit. Der hier beschriebene Weg ist der Weg eines Glasperlenspielers und vereinigt in sich alle drei Prinzipien, Wissenschaft, Verehrung des Schönen und Meditation. Und so sollte ein rechter Glasperlenspieler von Heiterkeit durchtränkt sein wie eine reife Frucht von ihrem süßen Saft. Er sollte vor allem die Heiterkeit der Musik in sich haben, die ja nichts anderes ist als Tapferkeit,
als ein heiter lächelndes Schreiten und Tanzen mitten durch die Schrecken und Flammen der Welt. 4. Der Regenbogen ist das Zeichen des Bundes, so sprach der Herr, zu Noah nach der Sintflut, als nach 40 Tagen Regen der Himmel wieder die ersten Sonnenstrahlen auf die Erde ließ. Die Strahlen brachen sich in Millionen von Regentropfen und bildeten so einen gewaltigen Regenbogen. Im Regenbogen entdeckten die Wissenschaftler nahezu den ganzen Aufbau der Materie, soweit er bis heute bekannt ist. So fand der Physiker, Optiker und Astronom Josef von Fraunhofer dünne schwarze Linien im Regenbogenspektrum, die bis heute Fraunhofer-Linien genannt werden. Diese dünnen Linien geben Auskunft über die Elemente, durch welche das Licht, bevor es durch ein Prisma in ein Regenbogenspektrum aufgefächert wird, hindurchgegangen ist. In diesen Linien entdeckte man den ganzen Aufbau der einzelnen Atome. Farben erkennen wir durch Unterscheidung verschiedener Wellenlängen, respektive Frequenzen. Auch Töne und Klänge unterscheiden wir aufgrund der Fähigkeit, verschiedene Frequenzen wahrnehmen zu können. Durch das Oktavgesetz kann man jeweils eindeutig bestimmten Tönen Farben zuordnen, so wie jeder Farbe aus dem Regenbogenspektrum einen bestimmten analogen Ton. Das Farbquadrat auf der Rückseite zeigt den Zusammenhang der musikalischen Tonleitern zum Regenbogen. Jedem Ton der 12 Tonstufen der 12 chromatischen Tonleitern kann man immer eindeutig eine Farbe zuordnen. Die Tonleiter hat 12 Tonstufen, die 13. ist dann der Oktavton und gleichzeitig wieder der Anfang, die erste Tonstufe einer neuen Oktave. Die 13 Reihen wie auch die 13 Spalten des Farbtonquadrates zeigen alle chromatischen 12 Tonleitern. Darum ist auch die Namensgebung für die Tonleiter, bzw. die Tonstufenfolge der sogenannten temperierten Stimmung, die chromatische Tonleiter, richtig, denn Chroma heißt auf Griechisch Farbe. In den Worten Farbton und Tonfarbe ist die nahe Verwandtschaft von Farbe und Ton deutlich dokumentiert. Deshalb hießen auch die ersten Broschüren, in denen das Oktavgesetz und die Planetentöne publiziert wurden, 5U6, Farb-T-O-N, Tonfarbe und die kosmische Oktave. Aufgrund der darin dargestellten Theorie entwickelte das in Bindestrichform Artim eine farbige Notenschrift. So gab Martin Sammann 1979 das Album Blatt für Elise von Ludwig V. Beethoven 7 in einer neuartigen linearen Farbnotenschrift heraus. Im System von Martin Sammann werden die Oktaven durch kleine Flügelchen angezeigt. Später entwickelten der in München lebende, freischaffende Künstler Johannes Paul mit dem österreichischen Kunstmaler und Musiker Fritz Dobretzberger eine sehr umfassende Musik- und Farbentheorie. Die Darstellung der Farbnotenschrift beruht dabei auf einem genauen Diagramm mit den beiden Koordinaten Tonhöhe, Tonfarbe, und Tonlänge, Notenlänge. Die Farben der Noten werden durch das Oktavgesetz bestimmt und einfach durch sinnlichen Vergleich erkannt, während die herkömmlichen Notenzeichen erst erlernt und durch logische Folgerung übersetzt werden müssen. Das Farbtonquadrat auf der Rückseite dieses Buches wurde dem Manuskript des Buches in Form Art, Musik in Farben, von Fritz Dobretzberger und Johannes Paul entnommen. 8. Wir haben in München und Oberbayern zusammengelebt und gemeinsam geforscht. Manche der in diesem Buch wiedergegebenen Erkenntnisse wurzeln in dieser gemeinsamen Arbeit, vor allem was die Ausführungen zum Oktavgesetz anbelangt. Die ersten Erfahrungen mit den kosmischen Stimmgabeln macht wenn wir gemeinsam in München in unserer Wohngemeinschaft in der Riedelstraße. Mich zog es dann von München nach Amsterdam, wo ich öfters länger verweile und mich sehr zu Hause fühle. Dort begannen die eigentlichen Forschungen, was die Anwendung dieser durch das Oktavgesetz gewonnenen Erkenntnisse betrifft. Meine Experimente im Bereich Akupunktur und Erotik, viele Workshops und Actions im Meditationszentrum, aber auch im Sexmilieu von Amsterdam, brachten die in diesem Buch aufgeführten Zusammenhänge ans Licht. Die Ausführungen, die Akupunkturpunkte betreffend, sind sicherlich nicht vollständig, doch kann die Aktivierung oder Beruhigung der angegebenen Punkte als wirkungsvoll und angenehm zugleich bezeichnet werden. Die ersten selbstgebauten Hängebetten habe ich seinerzeit auf der WIM, einer großen Wohngemeinschaft auf dem Land in Niederbayern gesehen. Die hier im 8. Kapitel, Musik und Erotik beschriebenen Hängebetten sind eine Weiterentwicklung der dortigen Hängebetten, die Rainer Kohlwald konstruierte, so dass sie jeder genau auf die kosmischen wie auch musikalischen Rhythmen einstellen kann. Ein Hängebett ist so etwas wie ein Altar für den Tantriker oder ein Atelier für Callboys und Callgirls. Nur dank der intensiven Mitarbeit vieler eng vertrauter Freunde,
sowie deren Experimentierfreudigkeit, ist es möglich gewesen, so viele Erfahrungen zu sammeln, zusammenzufassen und auf Papier zu bringen. Mein ganz besonderer Dank gilt Christoen aus Amsterdam, der einen Großteil der Grafiken für dieses Buch fertigte, sowie Matthias Pauschel von der Commameta Mind Foundation in München, dessen Gastfreundschaft ich während der Zeit, in der ich dieses Buch in den Computer getippt habe, genießen konnte. Die Textverarbeitung erfolgte auf einem Homecomputer Atari 520 Sankt Plus mit dem First Word Plus Programm. Beides stellte mir freundlicherweise die Commameta Mind Foundation, ein gemeinnütziger Verein zur Förderung holistischer Kunst und sozialer Marktwirtschaft, zur Verfügung. Besondere Freude erweckt in mir auch die Erinnerung an die vielen Begegnungen mit Joachim Ernst Behrendt, der die planetarischen Stimmtöne auf Kassetten in Form meditativer Musik in der Reihe UR-Töne 9U10 herausgegeben hat. Mit diesen Kassetten wurde ein Werkzeug geschaffen, mit dem wir in Amsterdam viel gearbeitet und experimentiert haben. Die Zeichnungen der Abbildungen, die die Akupunkturpunkte zeigen, sind mit freundlicher Genehmigung des Verlages Edition Plejaden, den Tafeln zur Akupunktur und Akupressur entnommen worden. 11. Amsterdam und München im Februar 1987. Wahrnehmung ALS-Resonanzphänomen. Wir stehen in der Diskothek, begrüßen gerade ein paar Freunde, prosten einander zu und lassen das herrlich frisch gezapfte Pils durch unsere Kehlen fließen. Die Lightshow verwandelt den ganz in Schwarz gehaltenen Raum in eine fremde und doch sehr vertraute utopische Wirklichkeit. Während aus den Lautsprecherboxen die Stimme von Ian Dury in ausgeprägt rhythmischer Betonung und stetiger Wiederholung mit den Worten Sex and Drugs and Rock and Roll erklingt, unterhalten wir uns dadurch angeregt über Mantrik und die Dorgi. Der Plattenteller als Gebetsmühle, die Diskothek als Tempel und die Rock- und Popstars als Priester, das ist die neue Realität der lebensbejahenden und dynamischen Jugend in unseren Jahrzehnten am Ende des zweiten Jahrtausends. Für Leute, die mehr an der Vergangenheit hingehen als im Hier und Jetzt zu leben, wie auch für einige Softies und Schlaffies der Nuage-Bewegung mag das wie Gotteslästerung klingen, doch für mich und die meisten meiner Freunde ist das einfach so. Let's Dance, der Discjockey hat gerade die Platte von David Bowie aufgelegt. Let's Dance durchdringt uns, wir beginnen uns im Takt zur Musik zu bewegen. Fertig ist die verbale Unterhaltung, der Sound treibt uns auf die Tanzfläche und wir finden uns in einem ganz neuen Energiefeld, jenseits von Logik und Verstand, ganz auf Gefühlsebene und tanzen bis der Schweiß in großen Tropfen langsam an der Haut herunterperlt und tanzen weiter bis zur völligen Ekstase. Wenn so die Sitte von außen nach innen wirkt, so muss sie ergänzt werden durch ein Erziehungsmittel, das von innen nach außen wirkt. Das ist die Musik. Von hier aus ist die große Bedeutung zu verstehen, die der Musik im Konfuzianismus zukommt. Der Ausdruck Musik darf natürlich nicht im engen Sinn der Tonkunst genommen werden. Zu den Tönen der Instrumente gehörte der Text der Lieder, gehörten die sinnvoll rhythmischen Bewegungen der heiligen Tänze, gehörte die ganze Stimmung, die durch solche Darstellungen erzeugt wurde. Musik, die musische Seelenhaltung einer harmonischen Heiterkeit, die dem, was das Gefühl erschüttert, einen geordneten und adäquaten Ausdruck verleiht, das ist das zweite Erziehungsmittel des Konfuzianismus. Zur Musik in diesem Sinne gehört im einzelnen und öffentlichen Leben alles, was dem Gesetz der Schönheit durch die Gefühle und deren Äußerungen Ausdruck gibt. Musik ist Kunst, wie Sitte Wissenschaft ist, beide nicht abstrakt getrennt, sondern als harmonische Verbindung von Logos und Eros. 12, S15. Dies ist die Weltanschauung, die in dem Buch der Sitte niedergelegt ist, in jenem Buch des älteren und jüngeren Dai, eines der wertvollsten Erzeugnisse der philosophischen Literatur Chinas. Aus der Sicht der alten chinesischen Weisheitslehre, die im Taoismus gründet und ihren Ausdruck im Konfuzianismus hat, ist die Musik ein grundlegendes Element für die Vervollkommnung menschlichen Zusammenlebens. Hören ist ein integraler Vorgang. Man hört nicht nur mit den Ohren, man hört mit dem ganzen Körper. Wem ist es denn nicht schon mal bei bestimmten kratzigen Tönen kalt den Rücken runtergelaufen oder wen hat es nicht schon mal bei bestimmten Geräuschen geschaudert? Ja, Töne, Klänge und Geräusche gehen durch und durch. Wohl dem, der die Klänge der Heiterkeit und der Ekstase kennt. Wohl dem, der die Urtöne unseres Planeten wahrnimmt, in sich resonieren lassen kann und so im Einklang mit dem Lauf der Erde harmonisch mitschwingt. Wahrnehmung ist ein Resonanzphänomen, wir schwingen mit,
wenn wir hören und sehen. Wenn der Schall unsere Ohrmuschel erreicht, wird er im Trichter vor dem Gehörgang gesammelt, im Gehörgang durch seine konische Form komprimiert und verstärkt. Am inneren Ende des Gehörganges gelangen die Schallwellen auf das Trommelfell, das im Gleichtakt mit diesem mitschwingt. Die Trommelfellmembran überträgt diese Schwingungen auf die drei Gehörknöchelchen des Mittelohres, nämlich Hammer, Ambos und Steigbügel. Die drei Knöchelchen wirken dabei als Hebelsystem und verstärken den Druck der Schallwellen, die auf das Trommelfell treffen, um das 2- bis 3-fache. Sie gelangen dann schließlich zum ovalen Fensterchen, das etwa 25 mal kleiner ist als das Trommelfell, dadurch erfolgt nochmals eine Verstärkung des Schalldrucks auf das 20- bis 30-fache. So wird der Schalldruck vom Eindringen in den Gehörgang bei seiner Wanderung durch das Mittelohr um etwa das 150- bis 200-fache verstärkt, bevor er das Innenohr erreicht. Das Innenohr besteht aus der Schnecke und den Bogengängen. Das eigentliche Transformationsorgan für den Schall ist das sogenannte Corti-Organ. Das Corti-Organ befindet sich auf der Basilarmembran in der Schnecke und sieht aus wie eine Harfe. Tausende von kleinen, sehr dünnen Härchen werden durch die Schallwellen zum Resonieren angeregt, wobei die verschiedenen Längen dieser Härchen auf ganz spezifische Frequenzen reagieren. Dies führt zur Aufspaltung des Klangbildes je nach den verschiedenen Tonhöhen, das heißt zur räumlichen Trennung der eintreffenden Frequenzen entsprechend der örtlich verschiedenen Reizung der Haarzellen des Corti-Organs. Im Ohr wird somit eine Musik, die wir hören, zuerst verstärkt und dann wieder vom Corti-Organ gespielt. Die Schwingungen der Härchen im Corti-Organ werden dann von Nervenzellen abgetastet und von mehreren hintereinander geschalteten Neuronen an die Hörenden im Großhirn weitergeleitet. Jeder Ton, den wir wahrnehmen, schwingt somit in unserem Kopf, resoniert in unserem Ohr wieder als Ton, bevor er in elektromagnetische Signale umgewandelt wird, um dann so an die verarbeitungszentrale Gehirn weitergeleitet zu werden. Wir schwingen beim Hören mit. Je nach Tonhöhe hat so eine Schwingung einen stimulierenden oder einen beruhigenden Charakter. Auch Intervalle lösen beim Menschen verschiedene Wirkungen aus. Ebenso ist das Sehen auch eine Art von Resonanzphänomen. Wie beim Ohr, wird auch beim Auge das Signal zuerst physikalisch verarbeitungsgerecht vorbereitet, um danach in ein elektronisches Signal zur Weiterleitung an das Gehirn umgewandelt zu werden. Das Sehen von verschiedenen Farben ist wie das Hören von verschiedenen Tönen von der Fähigkeit des Unterscheidens verschiedener Frequenzen der menschlichen Wahrnehmungsorgane bestimmt. Die Farbe Orange-Rot hat zum Beispiel eine Frequenz, die wesentlich niedriger ist als die Farbe Blau, sowie der Ton G mit 194,18 Hertz, Schwingungen pro Sekunde, eine niedrigere Frequenz hat wie das darüberliegende D mit 290,94 Hertz. Im Gegensatz zum Ohr, das Töne in einem Bereich von etwa 10 Oktaven unterscheiden kann, nimmt das menschliche Auge nur etwa eine Oktave wahr. Die tiefsten Frequenzen, auf die das Auge anspricht, liegen im Bereich von 375 Billionen Hertz, 375 Millionen 000000 Hertz, was der Farbe Rot entspricht. Die höchsten Frequenzen, die wir mit unseren Augen wahrnehmen, liegen im Bereich von etwa 750 Billionen Hertz, was der Farbe Blau entspricht. Alle anderen Farben liegen dazwischen. Jeder Farbe kann also oktavanalog ein Ton zugeordnet werden. So wie das Ohr Frequenzen, Tonhöhe und deren Intensität, Lautstärke, unterscheiden kann, so kann auch das Auge Frequenzen, Farben und deren Intensität, Helligkeit, differenzieren. Das Auge verfügt jedoch über zwei verschiedene Systeme zur Wahrnehmung von Farben und deren Helligkeit. Die Hornhaut des Auges richtet die Strahlen, die auf die Augenoberfläche treffen, als Konvexlinse nach innen. Die Linse ist aus Schichten unterschiedlicher Brechkraft aufgebaut und wird von einem durchsichtigen, elastischen Membran umschlossen. Sie steuert die Brennweite und somit die Schärfe der Abbildung der Strahlen auf der Netzhaut, auch Retina genannt. Die Netzhaut ist das eigentliche Sehorgan, sie wandelt das auf ihr projizierte Bild in Nervenimpulse um, die dann in verschlüsselter Form dem Gehirn zugeleitet werden. Die lichtempfindlichen Rezeptoren in der Netzhaut sind je nach Bedingungen nicht gleichzeitig tätig. Die sogenannten Zapfen, von denen es drei Arten mit unterschiedlicher spektraler Empfindlichkeit gibt, sind für die Unterscheidung der Frequenzen und somit für das Farbsehen verantwortlich. Dagegen sind die spindelförmigen Stäbchen vor allem für die Helligkeitsunterschiede im Schwarz-Weiß-Bereich empfindlich und treten beim Dämmerungs- und Nachtsehen in Aktion.
Die Sehschärfe des Auges wird durch die Dichte der Sehzellen in der Netzhaut bestimmt. Der Mensch verfügt etwa über 250 Millionen Sehzellen, 125 Millionen pro Auge, davon sind etwa 6 bis 7 Millionen Zapfen, die für das Farbsehen zuständig sind, und etwa 120 Millionen Stäbchen, die für das Schwarz-Weiß-Sehen verantwortlich sind. In der Mitte der Netzhaut, an der Stelle mit dem besten Auflösungsvermögen, verfügt die menschliche Netzhaut über mehr als 150.000 Sehzellen pro Quadratmillimeter. Die Stäbchen verfügen über ein Sehpigment, das sogenannte Sehpurpur, Rhodopsin. Dieses Sehpurpur besteht aus einem Eiweiß, dem Opsin, und einer chemischen Substanz, die dem Caroten, Vitamin A, ähnlich ist. Unter Einwirkung des einfallenden Lichtes wird der Sehpurpur in seine Bestandteile zerlegt und regeneriert dann wieder bei Dunkelheit. Bei dieser Regeneration wird dem Blut dafür Vitamin A, Caroten, entnommen. Darum führt Vitamin A-Mangel zur Nachtblindheit und beeinträchtigt auch das Sehen in der Dämmerung. Von den Zäpfchen, die für das Farbsehen zuständig sind, gibt es gleich drei verschiedene Arten, die sich in ihren Sehstoffen, auch Rezeptorstoffe oder Sehpigmente genannt, unterscheiden. Die einen haben einen blauen Rezeptor, die anderen einen grünen Rezeptor und wieder andere einen gelben Rezeptor. Blau, grün und gelb sind die Grundschwingungen unserer Sehpigmente. Diese Farben können dadurch von einem einzigen Rezeptor bereits wahrgenommen werden. Eine auffallende Besonderheit ist, dass die Farbempfindung Rot von zwei Sehstoffen, Blau und Gelb, also von zwei Zapfenarten induziert wird. Man kann beobachten, dass verschiedene Frequenzen des Farbenspektrums ganz bestimmte Rezeptoren zum Resonieren bringen. Je nach Frequenz, Farbabstufung aus dem Regenbogenspektrum, werden nur eine Rezeptorart oder auch zwei oder drei Rezeptorarten aktiviert. Das Farbsehen wird im Wesentlichen bestimmt, erstens durch die drei Arten von Rezeptoren, in denen die physikalischen Einflüsse in Eingangswerte des datenverarbeitenden Systems, Nerven und Gehirn, transformiert werden. Und zweitens die beiden Substraktionsinstanzen, Rechenzentren, in denen die maßgeblichen Wechselwirkungen zwischen den Rezeptormeldungen stattfinden. Beim Farbsehen wird also ein Farbwert durch die Rezeptoren in drei Komponenten zerlegt und danach durch eine Art Recheninstanz für die Empfindung mathematisch wieder zum originalen Farbwert aufaddiert. Sie sehen, das Sehen ist in seiner Struktur etwas komplizierter als das Hören. Ja, je mehr man sich mit den verschiedenen Vorgängen der Wahrnehmung beschäftigt, desto mehr wächst in einem der Respekt und die Bewunderung dafür, was man eigentlich selbst ist und wie man selbst funktioniert. Auch der wissenschaftliche Aspekt der Selbsterforschung kann einen wesentlichen Teil zur eigenen Bewusstseinserweiterung beitragen. Je mehr Kenntnis ich von meinem Funktionieren habe, desto gezielter kann ich zum Beispiel Formen, Farben und Töne verwenden, um mich in eine mir genehme Richtung zu stimulieren. Alte magische Riten bekommen auf einmal logische, ja biologische Aspekte und können noch weit subtiler und differenzierter eingesetzt werden. Die alte alchemistische Lehre, die aussagt, dass der Mikrokosmos den Makrokosmos widerspiegelt, beinhaltet eine sehr wissenschaftliche Erkenntnis: die Schwingungen, die von außen kommen, resonieren in unserem Inneren mit. Nur dadurch sind wir überhaupt in der Lage, etwas wahrzunehmen. Physikalisch gesehen gibt es gar keine Farben, sondern nur bestimmte Wellenkombinationen, die wir subjektiv, je nach Wellenlängen und Frequenzen, als ganz bestimmte Farben empfinden. Ebenso ist es mit den Tönen. So wäre für eine Fledermaus eine Frequenz, die wir als Ultraschall bezeichnen, noch ein Ton. Denn der Frequenzbereich, den eine Fledermaus hört, geht bis etwa 100.000 Hertz. Es gibt also eigentlich keine Töne an und für sich. Wir nehmen ganz bestimmte Frequenzen mit unseren Ohren wahr, weil unser Ohr eben die Fähigkeit hat, genau in diesem Frequenzbereich zu resonieren. Multimediale Kunst zu schaffen, bedeutet ganz gezielt in bestimmten Frequenzbereichen Resonanzen hervorzurufen und entsprechende Gefühlsreaktionen auszulösen. So kann eine Disco-Musik und eine Lightshow spontan Körperenergien freisetzen. Je mehr man in der Lage ist, diesen Energieströmen freien Lauf zu lassen, je mehr man fähig ist, mit dem ganzen Körper zu resonieren, desto näher gelangt man dem Zustand, den man Ekstase nennt. Abbildung. Eines Obertöne. Die Grafik zeigt die Beziehung der Obertonreihe zu den entsprechenden Frequenzwerten. Die waagerechte Achse zeigt die ersten 16 Teiltöne,
die senkrechte Achse die Frequenzwerte. Die Relation ist eine lineare Funktion. Das Gesetz der Oktave. In diesem Kapitel will ich auf die Phänomene genauer eingehen, die die Klangfarbe eines Schalls bestimmen. Sie liegen in der Obertonreihe begründet. Der bedeutendste Oberton ist der Oktavton und vom Oktavton wird im Folgenden vor allem die Rede sein. Es ist dies hier nur ein Überblick, eine kleine allgemeine Erläuterung. Wer mehr zu diesem Thema erfahren will, sei auf mein Buch Die kosmische Oktave – Der Weg zum universellen Einklang, 13, verwiesen. Zupft man eine Saite einer Gitarre oder einer Sitar und bringt diese so zum Klingen, so hört man nicht nur den Grundton, sondern noch eine ganze Reihe weiterer Töne mit ganzzahligen Vielfachen dieser Grundfrequenz. Die Summe dieser Töne, Grundton und Obertöne, bilden zusammen dann das Klangbild dieses Tones. Man nennt die Reihe von Grundton und Obertönen auch Teiltonreihe. Der Grundton ist der erste Teilton. Der erste Oberton, der Oktavton, ist somit der zweite Teilton. Der zweite Oberton, die Quinte in der ersten Oktave, auch Duodezime genannt, ist somit der dritte Teilton, und so weiter. In musikwissenschaftlichen Abhandlungen wird zumeist nur von Teiltönen gesprochen. Die Nummer des Teiltones verrät gleichzeitig auch das Frequenzverhältnis zum Grundton. So hat der zweite Teilton, Oktavton, genau die doppelte Frequenz des Grundtons, der dritte Teilton, Duodezime, die dreifache Frequenz des Grundtones, und so weiter. Die musikalischen Intervalle werden durch die Teiltonverhältnisse bestimmt. Je einfacher das ganzzahlige Verhältnis ist, desto reiner empfinden wir dieses Intervall. Andererseits, je weiter die beiden Zahlwerte eines Teiltonverhältnisses auseinanderliegen, desto unharmonischer oder auch spannender wird das Verhältnis empfunden. In der Obertonreihe und ihrer Struktur liegen viele Geheimnisse verborgen. Die ganzen Grundlagen der Harmonielehre werden aus den Zahlenverhältnissen der Obertöne abgeleitet. Ja, man kann sagen, musikalisches Empfinden ist sehr eng mit einfachen mathematischen und physikalischen Gegebenheiten verbunden. Die folgende Tabelle zeigt, von einem Grundton C, mit 64 Hertz aus, die Reihe der Obertöne, die Intervallfaktoren, Frequenzverhältnisse, wie auch die wirklichen Frequenzen der einzelnen Obertöne. Oberton Teilton Faktor Frequenz Intervall Oktave. Ein Nichtmusiker wird mit Angaben wie Quinte oder große Terz nicht viel anfangen können, doch ist dies hier auch nicht das Wesentliche, da wir uns in erster Linie mit dem Phänomen der Oktave befassen wollen. Auffällig ist, dass sich in der Grundoktave kein weiterer Teilton befindet, in der ersten Oberoktave sind es zwei Teiltöne, in der zweiten Oberoktave sind es deren vier, in der dritten Oberoktave sind es deren acht. Würde man die Tabelle weiterführen, könnte man sehen, dass in der vierten Oberoktave 16 Teiltöne liegen, in der fünften bereits ganze 32, in der nächsten gar 64 und so weiter. Mit anderen Worten ausgedrückt, in dieser Tabelle beträgt der Frequenzunterschied von Teilton zu Teilton konstant 64 Hertz. Von Oktave zu Oktave verdoppelt sich der Frequenzunterschied, so sind es vom Grundton zur ersten Oktave 64 Hertz, von der ersten Oktave zur zweiten sind es 128 Hertz. Von der zweiten zur dritten Oktave sind es 256 Hertz und von der dritten zur vierten Oktave sind es dann 512 Hertz. Für das nähere Verständnis habe ich hierzu ein paar Abbild- und Gen angefertigt, die dieses Phänomen veranschaulichen. Ich empfehle jedem Leser, sich diese genau anzuschauen und sich eventuell eine eigene Tabelle mit einer anderen Grundfrequenz selber zu fertigen. Wie die Darstellung der Obertöne zeigt, siehe Abbildung 1. Erhält man eine gerade Linie, wenn man ein Schaubild fertigt, indem man auf die eine Achse in gleichbleibenden Abständen die Teiltöne einzeichnet, auf der anderen Achse die Frequenzen und dann die Werte aus der oben aufgeführten Tabelle in das Zahlenfeld einzeichnet und miteinander verbindet. Die Gerade zeigt die Funktion der Frequenzen in Relation zu den Teiltönen. Erhält man in einem solchen Funktionsdiagramm eine Gerade, dann spricht man von einer linearen Funktion. Die folgende Funktionstafel, Abbildung 2, zeigt die Frequenzen in Relation zu einer Klaviertastatur. Von einer Oktave zur nächsten sind es auf einem standardisierten Klavier etwa 16,5 cm. Die 13. Taste auf dem Klavier entspricht immer dem Oktavton. In diesem Fall erhält man eine gebogene Linie und keine Gerade.
Die hier abgebildete Kurve nennt man eine Exponentialkurve, denn die Frequenzen nehmen in Relation zur Abbildung 2. Obertöne und Klaviertastatur. Die Grafik zeigt die Beziehung der Oktavobertöne zu deren Frequenzwerten. Die waagerechte Achse zeigt den Bereich von 8 Oktaven an, entsprechend der Klaviertastatur. Der Abstand von Oktavton zu Oktavton ist stets konstant. Die senkrechte Achse zeigt die entsprechenden Frequenzwerte. Die Relation ist eine Exponentialfunktion. Klaviertastatur exponentiell zu. Umgekehrt kann man auch sagen, dass die Klaviertastatur eine logarithmische Funktion der Frequenzen darstellt. Auch der Vergleich mit einem Rechenschieber zeigt dies deutlich. Denn eine Klaviertastatur verhält sich genauso zu den Frequenzen, wie die Zahlenanordnung auf einem Rechenschieber zu den effektiven Zahlen. Auf dem Rechenschieber ist der Abstand von der 1 zur 2 genauso groß wie derjenige von der 2 zur 4 oder auch von der 4 zur 8, das heißt, bei gleichem Abstand verdoppelt sich der Zahlwert. Dies ist nun auch beim Klavier der Fall. Greift man zur 13. Taste rechts vom Grundton aus, 16,5 cm vom Grundton entfernt, und schlägt dieselbe an, dann erklingt ein Ton mit der doppelten Frequenz. Greift man zur 25. Taste rechts vom Grundton, 33 cm vom Grundton entfernt, dann erklingt die vierfache Frequenz vom Grundton. Ein anderes Instrument, um sich das zu veranschaulichen, ist die Gitarre oder auch jedes andere Saiteninstrument. Die Stege am Gitarrenhals verjüngen sich zusehends nach oben. Der erste Oktavsteg ist ziemlich genau in der Mitte unter der gespannten Saite, der zweite Oktavsteg teilt die Saite im Verhältnis 1:4. Die höheren Oktaven kann man nur noch als Flageolettöne greifen. Die dritte Oktave teilt die Saite 1:8, die vierte Oktave 1:16. Die Abstände auf der gespannten Saite sind von Oktave zu Oktave jeweils zu halbieren, wobei die dann erklingende Frequenz sich verdoppelt. Die beiden Abbildungen, 3 und 4, zeigen die logarithmische Struktur des Gitarrenhalses im Vergleich zu einem Rechenschieber. Die Stege sind eine doppelt-logarithmische Abbildung der zugehörigen Frequenzen. Nimmt man die Klaviertastatur als Grundmaßstab, dann ist der Gitarrenhals eine logarithmische Funktion zur Klaviertastatur, die Frequenzen hingegen eine exponentielle Funktion zur Klaviertastatur. Unser Gehör funktioniert, von der mathematischen Funktion her gesehen, wie eine Klaviertastatur. Wir hören logarithmisch und nicht linear. Das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, und Abbildung. Drei Gitarre auf dem Gitarrenhals sind Stege angebracht, um die einzelnen Töne zu greifen. Der Abstand von einem Steg zum nächsten wird vom Halsende an stets kleiner. Diese Verjüngung ist eine logarithmische Funktion. Abbildung. Vier Rechenschieber. Die Zahlenskala auf dem Rechenschieber entspricht einer logarithmischen Funktion. Durch Addieren von Strecken wird mit dem Rechenschieber multipliziert. Die Art der Verjüngung entspricht genau derjenigen der Stege auf dem Gitarrenhals. 29. Wenn man sich diese Tatsache richtig vergegenwärtigt, kann dieses Wissen ein großes Hilfsmittel sein, sich Größenordnungen aus dem Naturreich, Makro- und Mikrokosmos, besser zu vergegenwärtigen und vorzustellen. Wir werden im Folgenden die Oktave als Maßstab verwenden. Wir werden uns astronomische Perioden, Frequenzabfolgen aus der irdischen Atmosphäre, Spherix, wie auch mikrobiologische Schwingungsphänomene aus der Perspektive der Oktave betrachten. Das verbindende Band ist die Oktave. Darum werde ich hier die Harmoniegesetze aus der Musik auf andere Bereiche der Natur ausdehnen und zeigen, dass diese Gesetze nicht nur in dem für unser Ohr wahrnehmbaren Frequenzbereich seine Gültigkeit hat, sondern wahrlich universellen Charakter haben. Da die Oktave, außer der Prim, dem Grundton selbst, das Intervall mit dem geringsten energetischen Widerstand ist, also am meisten von allen Intervallen auch vom Grundton mitgetragen wird, hat sie eine herausragende Stellung gegenüber allen Intervallen. Dies ist nicht nur in der Musik so, sondern hat allgemeine Gültigkeit. In den beiden Abbildungen, 5 und 6, in denen die Schwingungen der besprochenen Frequenzen als Kurven dargestellt sind, kann man deutlich sehen, wie viele Schnittpunkte die einzelnen Teiltöne mit denen des Grundtones gemeinsam haben. In der einen Abbildung sind die Schwingungen der ersten 8 Teiltöne übereinander gezeichnet, in der anderen Abbildung sind die Schwingungen der ersten 4 Oktavtöne eingezeichnet. Je mehr gemeinsame Schnittpunkte sich in einem solchen System bilden, desto weniger Energie braucht man,
um ein solches System aufrechtzuerhalten. Oktavieren heißt eine beliebige Frequenz verdoppeln, um zur nächst höheren Oktave zu gelangen, oder halbieren, um zur nächst tieferen Oktave zu gelangen. Als Beispiel möge uns hier die Rotation der Erde dienen. Gemessen am Fixsternhimmel braucht die Erde 23 Stunden und 56 Minuten, um sich einmal um die eigene Achse zu drehen. Gemessen an der Sonne, um die die Erde ihre jährliche Bahn zieht, sind es genau 24 Stunden. Der Unterschied rührt von der Eigenbewegung der Erde her, denn ein Jahr hat 365-1/4 mittlere Sonnentage und 366-1/4 Sterntage, oder mit anderen Worten ausgedrückt, die Differenz von Sonnentag und Sterntag, 4 Minuten, summiert sich in einem Jahr zu einem Tag zusammen. Die genauen astronomischen Grundlagen habe ich auf Bruchteile von Sekunden genau in meinem Buch Die kosmische Oktave – Der Weg zum universellen Einklang, 13, aufgeführt. Ich begnüge mich hier mit gerundeten Zahlen und führe die Rechnung nur für das allgemeine Verständnis vor. Wer für sich mehr wissenschaftliches Material benötigt, sei auf das andere Buch verwiesen. Die Rotation der Erde ist eine periodische Erscheinung, genau wie das Vibrieren einer Orgelpfeife oder eines Oszillators. Die Dauer der Periode ist ein Tag. Die Oktave entspricht der Dauer eines halben Tages, die Frequenz entspricht 1/12 Stunden. Jede weitere Oktave führt zu einer weiteren Halbierung der entsprechenden Zeit und einer Verdoppelung der Frequenz. Diese Oktavtöne nennt man auch die Oberoktavtöne. So kann man eine Skala aufbauen mit allen Frequenzen der Oberoktaven des Erdentages und vergleichen, welche Naturphänomene genau in dieses Raster hineinpassen. Es folgt ein kleiner Exkurs zur Veranschaulichung des Tages und seiner Teile. Wer Angst vor Zahlen hat und wem Begriffe wie Quinte und große Terz fremd sind, kann getrost die nächsten beiden Seiten überschlagen und beim Abschnitt von Spherix und Eiweißen weiterlesen. Die klassische Schulstunde dauert zum Beispiel 45 Minuten. Dies ist der 32. Teil eines Tages. Da 32 eine Zahl aus der Reihe der 2er Potenzen, 2,4, 8,1, 6,32, 64.128.256 ist, und zwar das fünftes Glied dieser Reihe, entspricht die Dauer von 45 Minuten der Abbildung 5. Die ersten 8 Teiltöne als Sinusschwingung zeichnet man die Sinuskurven der ersten Teiltöne übereinander, dann erhalten wir 22 Schnittpunkte auf der Grundachse. Der 23. entspricht wieder dem ersten. Abbildung 6. Die ersten 4 Oktavtöne übereinander zeichnet man die Sinuskurven der ersten 4 Oktavtöne übereinander, dann erhalten wir 8 Schnittpunkte auf der Grundachse. Der 9. entspricht wieder dem ersten. Abbildung 7. Sterntag und mittlerer Sterntag. Die Erde dreht sich in 23 Stunden und 56 Minuten um ihre eigene Achse. Nach diesem Zeitraum hat der Fixsternhimmel von einem bestimmten Erdort aus gesehen genau die gleiche Lage, das heißt, nach diesem Zeitraum geht der gleiche Stern wieder durch den Meridian. Da die Erde einmal im Jahr um die Sonne herumkreist und sich in diesem Zeitraum 366-1/4 mal um ihre eigene Achse dreht, das Jahr jedoch dadurch nur 365-1/4 Tage hat, ist der sogenannte mittlere Sonnentag um etwa 4 Minuten länger. Die Erde muss sich nämlich um 361 Grad drehen, bis die Sonne wieder durch den Südpunkt geht, dem sogenannten Meridian. Von der Erde aus gesehen verschiebt sich die Lage der Sonne gegenüber dem Fixsternhimmel täglich um etwa 1 Grad, in einem Monat um 30 Grad, was der Größe eines Sternzeichens entspricht. Periodenlänge der fünften Oberoktave des Tages. Die Schulstunde ist zwar alles andere als ein Naturphänomen, doch kaum einer aus der sogenannten zivilisierten Welt konnte sich in seiner Jugend diesem Rhythmus entziehen. Das Verhältnis von Tag zu Schulstunde kann man sich auf dem Klavier vergegenwärtigen. Das tiefste G auf dem Klavier hat etwa die Frequenz von 24 Hertz, was der 21. Oktave des Tages entspricht. 5 Oktaven höher liegt das G, Lis, 2 gestrichenes G, mit der 32-fachen Frequenz. Schlägt man nun beide Tasten gleichzeitig an, so kann man sich das Zeit- und Frequenzverhältnis von Tag und Schulstunde anhören. Das ist eines der großen Vorzüge dieses Maßstabes, dass man lange,
auch sehr lange Perioden einfach in den akustischen Bereich transponieren und sich so die Verhältnisse direkt anhören kann. Will man zum Beispiel das Verhältnis des Tages zur Minute auf einem Instrument hören, geht man in ähnlicher Weise vor, nur dass man außer Oktaven noch zwei Quinten und eine große Terz in die Rechnung einbeziehen muss. Die Zahl 45 ist nämlich nicht mehr durch 2, sondern nur noch durch 3 und 5 teilbar. Der Ton der Viertelstunde, 15 Minuten, hat eine dreifach höhere Frequenz als die Schulstunde, das ist von G, eine Dodezimehöhe her, also ein D. Diesen Ton kann man sich auf dem Klavier noch anhören. Die Vertonung von 5 Minuten, dem dritten Teil der Viertelstunde, jedoch nicht mehr. Mit einem Synthesizer hingegen ist das ohne weiteres möglich. Der Ton von 5 Minuten liegt wieder eine Dodezime höher als die Viertelstunde. Vom D aus ist das ein A. Die Minute liegt mit ihrem entsprechenden Ton dann nochmals zwei Oktaven und eine große Terz über diesem A. Dieser Ton wäre dann ein sehr hohes Cheese, ein Cheese, acht gestrichenes Cheese. Dieser Ton liegt nun oberhalb des menschlichen Hörbereichs. Trotzdem ist es möglich, sich das Verhältnis von Tag zur Minute hörbar zu machen, denn außer Tönen können wir auch noch Rhythmen wahrnehmen, in der Musik allgemein Takt genannt. Abbildung. 8. Die Tagesteilung auf dem Klavier. Die Periodenlänge des Tages entspricht musikalisch dem Ton G. Entsprechend können die Töne der Stunde, der klassischen Schulstunde und der Viertelstunde berechnet werden. So kann man sich deren Längenverhältnisse mit einem Klavier akustisch vergegenwärtigen und direkt anhören. Der Takt wird durch eine Tempoangabe bestimmt, zum Beispiel in Anschlägen pro Minute. Um also das Verhältnis Tag zur Minute akustisch umzusetzen, transponieren wir einfach die beiden ermittelten Töne zum Beispiel 5 Oktaven nach unten. Aus dem Cheese, 8 gestrichenen Cheese, wird dann ein Cheese, 3 gestrichenes Cheese. Und aus dem tiefen G wird dann ein Tempo von etwa 45 Anschlägen pro Minute. Mit einem programmierbaren Synthesizer, wie zum Beispiel dem Synklavier, ist es sehr einfach, so ein Tempo und so einen Ton zusammen erklingen zu lassen. Will man sich zum Beispiel das Verhältnis des Tages zur Stunde anhören, geht man wie folgt vor: Ausgangston ist wieder unser tiefes G mit etwa 24 Hertz. Der Tag hat 24 Stunden. Zerlegt man die Zahl 24 in Primfaktoren, so erhält man folgende Einzelfaktoren: 2 mal 2x 2x drittens 3 mal eine 2 zeigt an, dass wir 3 Oktaven höher gehen müssen, dann noch eine 3, das heißt, dass man dann noch eine Dodezime höher muss. Dies führt uns zuerst mal 3 Oktaven höher als das tiefe G, also zum mittleren G, die Dodezime darüber führt uns zum D, 2 gestrichenen D. Schlägt man nun auf dem Klavier diese beiden Töne gleichzeitig an, so hört man direkt das Tonverhältnis vom Tag zur Stunde, genau 21 Oktaven über dem Original. Der Tag entspricht dem G, die Stunde dem D und die Minute dem Cheese. Bleibt noch die Sekunde. Die Minute hat 60 Sekunden. Zerlegt man die Zahl 60 in Primfaktoren, erhält man folgende Reihe: 2 mal 2x 3x fünftens, das heißt, vom Cheese aus 2 ganze Oktaven, eine Dodezime, Oktave plus Quinte. Und noch eine große Terz in der zweiten Oberoktave, also insgesamt 5 Oktaven, eine Quinte und eine große Terz. Die Quinte vom Cheese führt zum Gis, die große Terz führt zum C. Der Ton der Sekunde ist also ein C. Will man eine Musik aus den Elementen Tag, Stunde, Minute und Sekunde gestalten, den Elementen unserer täglichen Tageseinteilung, so sind die Töne C, Cheese, D und G das Grundmaterial, der Tonstufenfolge. Von Spherix und Eiweißen. Der Weg der Wissenschaft ist oft ganz anders, als man es sich so landläufig vorstellt. So war zum Beispiel in München in einer Großdruckerei ein Ingenieur namens Hans Baumer damit beauftragt, festzustellen, warum die Druckqualität beim Tiefdruck wetterabhängig ist. Beim Tiefdruck wird die Druckplatte, genauer gesagt handelt es sich um Tiefdruckzylinder, mit einer Eiweißlase aus dünnen gelittenen Schichten bestrichen, auf die photomechanisch das zudruckende Bild übertragen wird. Anschließend wird in einem Ätzverfahren die Platte druckreif gemacht. Bei diesem Herstellungsvorgang zeigte sich, dass es manchmal aus unerklärlichen Gründen zu einem unbefriedigenden Druckresultat kam. Darum beauftragte die Großdruckerei F. Bruckmann in der Nymphenburger Straße 4 in München Hans Baumer mit der Erforschung dieses Phänomens. Bekannt war lediglich, dass ein Zusammenhang mit dem Wetter bestehen müsse,
insbesondere mit der absoluten Feuchtigkeit der Luft im Freien. Dies wusste man aus der langjährigen Beobachtung der Druckresultate. So begann Hans Baumer die Zeitpunkte aller schlechten Druckresultate der Reihe nach zu ordnen und diese mit den Daten der Wetterdienste zu vergleichen. Doch so sehr sich Baumer auch bemühte, er konnte keine Korrelation zu bestimmten Wetterwerten feststellen. Da kam Hans Baumer auf die geniale Idee, die Wetterdaten und die Druckergebnisse zeitlich zu verschieben, das heißt, er verglich die Druckergebnisse mit den Wettervorgängen, die erst ein oder zwei Tage nach dem Druckvorgang stattfanden und siehe da, es begannen sich Übereinstimmungen herauszukristallisieren. Die glättende Schicht auf der Druckplatte, die für das Druckergebnis maßgeblich verantwortlich ist, reagierte auf Wettervorgänge, die erst ein bis zwei Tage später stattfanden. War diese glättende hellsichtig? Es galt nun herauszufinden, welche Naturphänomene einer bestimmten Wetterkonstellation vorausgingen und wie sich dieselben auf so eine Eiweißglättende auswirkten. Langjährige Forschungen führten dann zu den sogenannten Spherics, auch Atmospherics genannt, kurze elektromagnetische Impulse, die laufend in der Erdatmosphäre entstehen. Diese Impulse bestimmen das Wetter und verteilen sich in verschiedene Frequenzbänder. Zu den Messergebnissen schreibt Hans Baumer, 14, S299 F. Mithilfe einer Empfangsanlage konnten die Atmospherics schmalbandig in den Bereichen 10 und 27 kHz fortlaufend aufgenommen werden. Die Empfindlichkeit der Empfangsanlage war elektronisch so eingestellt, dass der Einzugsbereich der Atmospherics auf einen Umkreis von 400 bis 500 Kilometern um den Beobachtungsort beschränkt blieb. Die Registrierungen liefen über den Zeitraum vom Mai 1978 bis einschließlich April 1979 bei insgesamt 9 Tagen Ausfallszeit wegen technischer Defekte. Messort war Pfaffenhofen-Ilm, ca. 30 km nördlich von München. Durch die magnetischen Breitbandantennen konnten auch tatsächlich weitere spektrale Frequenzschwerpunkte in über 35.000 Einzelanalysen von Impulsen festgestellt werden. Die spektralen Maxima befinden sich sehr schmalbandig in folgenden Bereichen: 15, S13, 4150,84 Hz, 12452,52 Hz, 6226,26 Hz, 28018,17 Hz, 8301,26 Hz, 49810,08 Hz, 10377,10 Hz. Abgesehen davon, dass die zusätzlichen Frequenzen ausschließlich in überraschend schmalbandigen Bereichen vorkommen, fällt auch sofort der kommaharmonikale Charakter ihrer Verteilung auf. Sie stehen eindeutig in einfachen Zahlenverhältnissen zueinander, die der Oktave, der Quinte, der Quarte, der Terz etc. im Tonbereich entsprechen. Diese Erscheinung führt unter Umständen auf eine Spur bei der Erforschung der Entstehungs- und Ausbreitungsbedingungen der Atmospherics. Es liegt nämlich nahe, die Atmospherics als ein Übertragungssystem mit nichtlinearen Eigenschaften aufzufassen. Denn trifft eine einfache Schwingung auf ein nichtlinear arbeitendes Übertragungssystem, so kommt am anderen Ende nicht nur sie allein, sondern dazu noch eine ganze Reihe von Oberschwingungen heraus. Dieses allgemeine Prinzip der Schwingungslehre ist zwar in diesem Fall aus dem akustischen Bereich abgeleitet. Überträgt man es jedoch in Analogie auf das System, Atmosphäre, so ist folglich davon auszugehen, dass das von uns dargestellte Spektrum der Atmospherics von einer einfachen Schwingung erzeugt wird. 15. Die einfache Schwingung, von der die Atmospherics ausgehen, ist schlicht die Rotation der Erde. Genauso, wie ich die astronomischen Perioden durch Oktavieren in den hörbaren Bereich transponiert habe, genauso hat Hans Baumer die Atmospherics-Frequenzen in den hörbaren Bereich übertragen, um sie für unser Ohr wahrnehmbar zu machen. Dabei zeigte sich eine für uns beide sehr überraschende Tatsache: die Töne, die dabei herauskamen, waren identisch. Ob man nun eine diatonische, natürlich gestimmte Tonleiter aufgrund der Rotation der Erde aufbaut oder ob man von den Spherics ausgeht, ist einerlei und führt zu einem so kleinen Unterschied, dass er mit dem Ohr nicht wahrgenommen werden kann. Die Abweichung der astronomischen Tonfolge und der auf Atmospherics gewonnenen Tonfolge ist weit geringer als ein Promille. Die folgende Tabelle zeigt in der ersten Spalte die Reihe der original gemessenen Atmospherics-Frequenzen,
In der zweiten Spalte sind die entsprechenden hörbaren Frequenzen aufgeführt, genau 5 Oktaven tiefer. In der dritten Spalte sind die genau berechneten Oktavgönne der Rotation der Erde fett gedruckt, die anderen diatonischen Obertöne normal gedruckt und in der vierten Spalte schließlich ist die entsprechende Tonbezeichnung aufgeführt. Die Abweichungen der Wetteroktavtöne zu den Erdrotationsoktavtönen ist in keinem Fall größer als 0,73 Promille. Abbildung 9. Spherix in Noten und auf dem Klavier. Die Grundschwingungen der elektromagnetischen Impulse aus der Erdatmosphäre sind vorwiegend genaue Oktavgönne der Erdrotation. Außer der Oktave G beobachtet man noch den Ganzton A, die Quarte C und die große Sechste E. Abbildung 10. Spherix oben, Vergleich zwischen den Schwingungsformen von Musikinstrumenten und Original-Atmosphärix-Impulsformen A, Stimmgabel, B, Flöte, C, Klarinette, D, Oboe. Unten, 2 10 kHz Impulse in noch wirksamer Form. Beide Abbildungen entnommen aus Technischer Informationsdienst, 15. Es kann hier nicht mehr von Zufall gesprochen werden, sondern man kann deutlich sehen, dass die Rotation der Erde und die Spherix-Frequenzen in ursächlichem Zusammenhang stehen. Das verbindende physikalische Gesetz ist das Gesetz der Oktave. Es zeigt sich, dass die gemessenen Wetterfrequenzen in außerordentlich starker harmonischer Beziehung zueinander stehen. Mit einer einzigen Ausnahme sind alle Verhältnisse der Frequenzen ganz analog zu einfachen musikalischen Proportionen. Die Ausnahmefrequenz ist der Atmosphärik von 28.018,17 Hz, was dem Ton A entspricht. Das A ist auch vom C aus der EMCG-Kombinationston und kommt in der direkten Obertonreihe nicht vor. In der Meteorologie spielt diese Frequenz auch eine Sonderrolle. Es ist nämlich die einzige Atmosphärix-Frequenz, die vertikale Luftmassenbewegungen, also Turbulenzen zugeordnet ist. Es ist in beiden Fällen, bei den Atmosphärix und in der Musik, ein Kombinationston. Nochmal von Eiweißen. Elektromagnetische Impulse aus der Atmosphäre können die Struktur von Eiweißmolekülen verändern. Dies wurde bei der Untersuchung der Druckplattengelettinnen eindeutig festgestellt und bewiesen. Nun sind Eiweißmoleküle nicht nur in Druckplattengelettinnen zu finden, sondern auch in jedem Lebewesen. So ist auch die Steuerung der biologischen Mechanismen im menschlichen Körper von der Struktur unendlich vieler komplizierter Eiweißstoffe abhängig. Der Bauplan für die verschiedenen Eiweiße, auch Proteine genannt, liegt in den DNS-Ketten verwoben. DNS heißt Desoxyribonukleinsäure und die DNS-Ketten sind nichts anderes als GNE, Träger der Erbinformation. Die Nukleinsäuren enthalten den Bau- und Funktionsplan des Organismus. Außer der DNS, die durch Selbstverdoppelung, identische Replikation, die genetische Information auf die nächste Generation vererben, gibt es noch die RNS, Ribonukleinsäure, die die Geninformation zur Steuerung der Bildung verschiedener Eiweißstoffe benutzt. Zwei Forscher haben völlig unabhängig voneinander beobachtet und festgestellt, dass sowohl die DNS als auch die RNS-Ketten ein ganz spezielles Resonanzmaximum haben. Dieses Resonanzmaximum liegt genau bei einem Oktavton der Erdrotation. Die Forschungen von Fritz Popp, früher Uni Marburg, heute Uni Kaiserslautern, wie auch die Überlegungen und Studien von Wilfried Krüger bestätigen und bekräftigen die Beobachtungen von Hans Baumer, Eiweißverbindungen reagieren auf spezielle Frequenzen, wobei die Oktavfrequenzen der Erdrotation eine Sonderstellung einnehmen. Wilfried Krüger vertont Atome und Moleküle unter Anwendung spezieller Analogien zwischen den Spinresonanzen der Atome einerseits und harmonikalen Gesetzmäßigkeiten andererseits. Er schreibt in seinem Buch Das Universum singt, 16, S63 F, S67. Mein Tonleiter-Schema der vier verschiedenen RNS-Ribosomoleküle reicht vom großen G unten bis zum dreigestrichenen A, Apostroph oben. Und G ist das Basiselektron der DNS-RNS-Fäden. Bei der Betrachtung der beiden Töne A und G erkennen wir nicht nur den Anfang und den Grund unserer Tonsysteme, sondern auch als Grund, Achse und Dach den Rahmen und Gürtel der Nukleinsäurefäden, die das Leben aus der Welt der unteilbaren Quanten in die Welt des Zusammengesetzten führen. Einen gänzlich anderen Weg ging Fritz Popp, um das Resonanzmaximum der DNS, der Trägersubstanz der menschlichen, und auch tierischen, Erbmaße zu beobachten.
Fritz Popp beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der sogenannten Photonenemission von lebenden Zellen. Jedes Lebewesen strahlt. Dieses Strahlen nennen die Esoteriker Aura. Die Physiker und Mediziner sprechen von Photonenemission. Photonen sind die Materieteilchen und Informationsträger des Lichtes. Licht setzt sich aus Wellen und Materie zusammen, und die Photonen sind eben der materielle Teil des Lichtes. Je nach Zustand einer Zelle oder eines Lebewesens ändert sich die Lichtabstrahlung, die mit recht komplizierten Apparaturen gemessen wird, und so kann man auch aufgrund der Veränderungen der Photonenemission gewisse Rückschlüsse auf den Zustand des untersuchten Lebewesens ziehen. So stellte Fritz Popp das stärkste Resonanzmaximum der DNS bei einer Wellenlänge von 351 Nanometern, 0,000351 Meter, fest. Dies entspricht der Frequenz von 854 Billionen, 854 Millionen 000000 Hertz, was der 66. Oktave der Erdrotation entspricht. Die harmonikale Struktur der Spinresonanzen bestätigt, ebenso wie das von Fritz Popp gemessene Resonanzmaximum, dass die DNS- und RNS-Ketten harmonisch zu Oktavtönen der Erdrotation resonieren. Eigentlich ist das auch nicht verwunderlich, da alles Leben auf der Erde unter den gegebenen astronomischen Bedingungen entstanden ist, und die Rotation der Erde ist die kürzeste astronomische Periode, die diese Entwicklung prägte. Die Wetterfrequenzen, Atmospherix, hatten bei der biologischen Entwicklung etwa die Funktion eines Zwischenverstärkers dieser Grundschwingung. Die Oktave ist das verbindende Glied all dieser Schwingungen. Die Töne aus unserem Sonnensystem. So wie man durch Oktavieren den Ton des Tages ermitteln kann, so kann man bei allen astronomischen Perioden vorgehen und sich das ganze Sonnensystem akustisch vergegenwärtigen. Die Erde hat eigentlich drei Grundtöne: Tag, Jahr und platonisches Jahr. Das platonische Jahr ist die Dauer einer Kreiselbewegung der Erdachse. Diese steht nämlich nicht still, sondern macht in einem Zeitraum von knapp 26.000 Jahren eine Kreiselbewegung. Damit hängt die Wanderung des Frühlingspunktes zusammen. Der Frühlingspunkt ist der Ort, wo sich die Sonne genau bei Frühlingsanfang befindet. Dieser Ort bewegt sich, gemessen am Fixsternhimmel. Die Lage des Frühlingspunktes zeigt das Zeitalter an. Derzeit wandert er gerade vom Zeichen der Fische in das Zeichen des Wassermannes. Deshalb spricht man auch allerorten vom beginnenden neuen Zeitalter, Nage, und besingt den Aquarius. Wie schon erwähnt, gibt es zweierlei Tage, einen sogenannten mittleren Sonnentag, dauert genau 24 Stunden, und einen Sternentag, der etwa 4 Minuten kürzer ist und 23 Stunden und 56 Mittwoch, -Nattenwert. Ich will an dieser Stelle einmal die Umrechnungsmethode von astronomischen Perioden in musikalische Töne am Beispiel des Erdentages vorführen. Der Erdentag hat 24 Stunden. Das entspricht der Zeit von 24 mal 60 x 60 gleich 86.400 Sekunden. Von diesem Sekundenwert wird der K-Wert gebildet. Auf einem Taschenrechner ist hierfür die 1/x-Taste zu betätigen. Der so erhaltene K-Wert muss dann so oft mit 2 multipliziert werden, bis man in den mittleren hörbaren Frequenzbereich gelangt. Multipliziert man die Frequenz des Erdentages 24 mal mit 2, so gelangt man zur Frequenz von 194,18 Hz. Multipliziert man 25 mal mit 2, so gelangt man zur Frequenz von 388,36 Hz. Abbildung 11. Rotation der Erde und die Oktave der Tag, entsprechend einer ganzen Drehung der Erde um ihre Achse, ergibt den Grundton, G, die halbe Drehung ergibt die erste Oktave, G, eine Vierteldrehung die zweite Oktave, G, eine achttelefonische Drehung die dritte Oktave, G, Apostroph, und eine Sechzehnteldrehung die vierte Oktave, G. Die Töne des Mondes. Die Rhythmen des Mondes sind recht zahlreich, so dass man eine ganze Reihe von Mondschwingungen wahrnehmen kann. Die Kulminationsperiode des Mondes, die Zeitspanne von einer Kulmination, Meridiandurchgang, des Mondes bis zur nächsten. Der synodische Monat, die durchschnittliche Zeitspanne von einem Neumond bis zum nächsten Neumond oder auch von einem Vollmond bis zum nächsten Vollmond. Der siderische Monat, die durchschnittliche Zeitspanne eines Umlaufes des Mondes um die Erde, gemessen am Fixsternhimmel. Die Rotation des Mondes, die Drehung des Mondes um die eigene Achse,
die bekanntlich durch die Gravitationswechselwirkung mit der Erde an die Umlaufszeit gebunden ist, sie heißt darum auch gebundene Rotation. Die Frequenz ist identisch mit der Dauer des siderischen Monats. Die metonische Periode, die Dauer von 235 synodischen Monaten, gleich 19 Jahren. Nach 19 Jahren bilden Sonne und Mond am gleichen Tag denselben Aspekt zueinander. Ist jemand zum Beispiel bei Vollmond geboren, dann ist an seinem 19. oder auch 38. Geburtstag wieder Vollmond. Der Knotenumlauf, die Dauer eines Umlaufes der Mondknoten, Schnittpunkte der Mondbahn mit der Ekliptik, durch die Ekliptik. Man nennt den aufsteigenden Mondknoten auch Drakenkopf und den absteigenden Mondknoten Drachenschwanz. Der Apsidenumlauf, die Dauer eines Umlaufes der Apsidenlein, große Achse der Mondbahn Ellipse, durch die Ekliptik. Den einen Endpunkt dieser Ellipse, den erdnächsten Punkt der Mondbahn nennt man Perigeum, den gegenüberliegenden erdfernsten Punkt nennt man Apogeum. Die Saros-Periode, die Finsternisperiode, die der Dauer von 223 synodischen Mondumläufen oder 18 Jahren und etwa 11 Tagen entspricht. Kulminationsperiode 24 Stunden 25 Minuten 187,61 Hertz synodischer Monat 29,5306 Tage 210,42 Hertz siderischer Monat 27,3217 Tage 227,43 Hertz metonische Periode 6939,6882 Tage 229,22 Hertz Sarusperiode 6585,3211 Tage 231,56 Hertz Knotenumlauf 6793,3951 Tage 234,16 Hertz Aspidenumlauf 3232,6854 Tage 246,04 Hertz. Der Ton der Sonne. Der Ton der Sonne wird nach einem etwas komplizierteren Verfahren berechnet, mehr dazu in Kapitel 7. Sonnenton 0,000030 948 Sekunden 126,22 Hertz. Die Töne der Planeten. Die Töne der Planeten werden genauso berechnet wie die Töne der Erde und des Mondes. Im Folgenden werden die Töne der siderischen Umlaufzeiten der Planeten aufgeführt. Da die Rotationsperioden für einige Planeten immer noch nicht genau beobachtet worden ist, soll hier auf deren Auflistung verzichtet werden. Darüber hinaus ist die Wirkung der Planetenrotationen hier auf der Erde von weit geringerer Bedeutung als deren Position in der Ekliptik. Auch den bei den Astrologen in Mode gekommenen Planetoid Chiron, der am 1. November 1977 von Charles T. Koval identifiziert wurde, habe ich hier bewusst weggelassen, da die genaue mittlere Umlaufzeit dieses auf einer stark exzentrischen Bahn dahinziehenden Planetoiden noch nicht ermittelt werden konnte. Infolge der Bahnenstabilitäten ist überdies die Umlaufperiode nicht konstant, sondern schwankt zwischen 49 und 51 Jahren. Geht man von einem Mittelwert aus, von 50 Jahren, dann würde man in der 38. Oktave auf ein F mit ca. 175 Hertz kommen. Dies entspricht auch etwa dem Ton des Sirius-Doppelgestirns wie auch ungefähr dem Ton des platonischen Jahres, der bei 172,06 Hertz liegt. Merkur ist der sonnennächste Planet und hat die kürzeste Umlaufzeit, Pluto ist derjenige, der am weitesten von der Sonne entfernt ist, darum hat er auch die längste Umlaufzeit. Merkur und Venus liegen beide innerhalb der Erdbahn, darum sind ihre Umlaufperioden kürzer als ein Jahr, alle anderen Planeten liegen außerhalb der Erdbahn, darum sind Umlaufperioden länger als ein Jahr. Die Schwingungen des Tages, das dynamisch-körperliche Prinzip. Der Ton des Tages ist das G, wobei es zwei Tagestöne gibt, die sehr dicht beieinander liegen, der Ton des mittleren Sonnentages und der Ton des Sternentages. In der 24. Oktave haben diese beiden Töne die folgenden Frequenzen. Mittlerer Sonnentag 194,18 Hertz, Sterntag 194,71 Hertz. In der 25. Oktave, das ist die Lage des Tones G, die vom Violinschlüssel angezeigt wird, haben die Tagestöne dann entsprechend jeweils die doppelte Frequenz. Mittlerer Sonnentag 388,36 Hertz, Sterntag 389,42 Hertz. Die Farbe des Tages ist ein kräftiges Orangerot bis Rot. Die Farbe entspricht der 65. Oktave des Erdentages.
Nach der Farbenpsychologie entspricht diese Farbe der Willensstoßkraft, der Impulsivität und der allgemeinen Dynamik. Die Farbe Orange-Rot hat einen direkten Einfluss auf die Dynamik der Zellteilungen. So zeigte Professor Max Löscher in mehreren Versuchsreihen, die in Kanada durchgeführt wurden, dass das Hodenwachstum von Äpfeln mit Farben gesteuert werden kann. So wurden junge Äpfel unter gleichen Bedingungen, jedoch verschiedenfarbigem Licht aufgezogen. Äpfel unter orange-rotem Licht hatten ein mehr als doppelt so schnelles Hodenwachstum als Äpfel, die unter hellblauem Licht aufwuchsen. 17. Betrachtet man diese Beobachtung vom harmonikalen Standpunkt aus, so erscheint dieser Zusammenhang auch sehr logisch. Die Farbe orange-rot ist die 65. Oktave des Erdentages. Wie man in Kapitel 2 nachlesen kann, liegt das Resonanzmaximum der DNS-Ketten, Träger der Erbsubstanz, genau in der 66. Oktave des Tages. Somit ist dieses Resonanzmaximum der erste Oberton der Farbe orange-rot. Da der erste Oberton am stärksten zum Grundton mitschwingt, beinhaltet diese Farbe bereits auch die Schwingung der DNS-Ketten, deren Eigenschwingung so verstärkt wird. Daher rührt der vitalisierende Charakter dieser Farbe. Kleidet man sich also zum Beispiel während längerer Zeit mit orange-roten Gewändern, dann hat das eine dynamisierende Wirkung auf die Zellteilung, ja man kann eine allgemein belebende Wirkung für den ganzen Organismus feststellen. Intuitiv haben das schon die alten Inder erfahren und genutzt, denn seit alters her tragen die indischen Bettelmönche, auch Sannyasins genannt, eine Kleidung in orange-roten Farbtönen. Ebenso hat eine Musik in G einen dynamisierenden Charakter und fördert die Geilheit. Deshalb gänzlich ungeeignet für katholische Priester. Die katholische Kirche scheint mir sowieso eine recht unbiologische Religion zu vertreten, in der der zeugende Akt, ein echt schöpferischer Akt der Menschen, als etwas Sündbehaftetes und Schmutziges dargestellt wird. Unbefleckte Empfängnis, das heißt doch nichts anderes als die Verdrängung der Sexualität auf die Ebenen der Götter zu projizieren. Der Gott der Juden und Christen scheint mir auch eher eine Art Oberstaatsanwalt als eine lebensfrohe Gottheit zu sein, sein einziges Medium, die Rede. Er sprach, was man zu tun habe und was nicht. Dies sieht man bis heute an der Gesellschaftsstruktur aller durch das Christentum beeinflussten Gesellschaften. Kaum einem Thema wird so viel Bedeutung beigemessen wie dem Gesetz und den Verboten. Die indischen Götter waren da schon sehr anders drauf, sie tanzten und musizierten. Krishna wird immer mit einer Flöte dargestellt und Shiva, der Aufbauer und Zerstörer aller Welten, ist der Erfinder der Veena, eines der ältesten kultischen Musikinstrumente Indiens. Shiva ist der kosmische Tänzer Shiva Mahadeva, Meister des Atems, Meister des Lautes und Meister der Bewegung. Abbildung 12 Tanzende Shiva. Oder betrachtet man sich die Mythologie der griechischen Götter, so kann man in Aphrodite, der Göttin der Venus, so etwas wie das Gegenteil der unbefleckten Maria sehen. Aphrodite ist die Göttin der üppigen Fruchtbarkeit, der Liebe, des Reizes und der Anmut. Ihr Gemahl war der Hephaistos. Doch sie hatte auch Liebschaften mit Ares, Mars, und eine Verbindung zu Adonis, dem schönen Jüngling. Der Name Adonis ist ziemlich sicher vom Semitischen abgeleitet und identisch mit Adonai, was so viel heißt wie, mein Herr. Ginge es nach den christlich beeinflussten Richtern im europäischen Abendland, dann wären sicherlich die meisten griechischen Götter wegen Unzucht im Gefängnis. Bezeichnend für die Geisteshaltung des Abendlandes ist, dass man die Kulturgüter und Tempel, in denen man seinerzeit Orgien feierte, die heute wohl verboten wären und die auch aus einer Geisteshaltung und Weltanschauung entstanden sind, die man heutzutage offiziell für verabscheuungswürdig erklärt, unter Denkmalschutz stellt und als bewunderungswürdig empfindet. Welch ein krasser Widerspruch, einerseits die Kulturgüter zu bewundern und andererseits die Kultur selbst zu diskriminieren. Als könnte man die Quelle der Empfindung und der Kreativität von ihrem Produkt trennen? Von allen Religionen ist der Tantrismus wohl diejenige, die der Biologie und dem menschlichen Wesen am nächsten kommt. Im Tantrismus ist der sexuelle Akt, die Vereinigung von Mann und Frau im Moment der Zeugung, das höchste religiöse Ritual. Alle Meditationsübungen im Tantrismus sind darauf ausgerichtet, den zeugenden Akt zu vervollkommnen und zur absoluten Ekstase zu führen. Ob es sich wohl für ein Volk auswirkt, wenn über Jahrhunderte Menschen in ekstatischer Verzückung gezeugt werden oder, wie bei uns, in dem Bewusstsein, dass Sex eigentlich etwas Schmutziges an sich hat. Tantra ist der erotische Weg zur Ekstase.
Abbildung. 13 Tantrasszene. Der Ton G und eine Musik, die auf diesem Ton basiert, ist tantrische Musik, Musik, die zur erotischen Ekstase führt. So haben wir in Amsterdam verschiedene Erfahrungen mit den Karschitten UR-Töne, 18, von Joachim Ernst Berendt sammeln können. Auf diesen Kassetten gibt es eine Aufnahme eines Stückes in G. Hans-Peter Klein und Cornelia Köhler spielen gemeinsam auf einer wunderschönen, von Hans-Peter selbst gebauten Sandava, einer Art Harfe, etwa eine halbe Stunde lang nur den Ton G, in verschiedenen Oktaven. Alle Saiten, 39 an der Zahl, sind genau auf G gestimmt. So hört man außer den verschiedenen Gs nur die durch Resonanz hervorgerufenen Obertöne. Da das Instrument für diese Aufnahme genau auf den Tagestonen eingestimmt wurde, ist die Wirkung dieser Musik sehr intensiv. Die Erfahrung hat deutlich gezeigt, dass diese Stimmung einen außerordentlich vitalisierenden Charakter hat. So habe ich mit ein paar Freunden diese Kassetten in verschiedenen Six-Etablissements in Amsterdam ausprobiert und auch beobachtet, wie die Leute auf diese Stimmung reagierten. Wir hatten auch eine Musik in Cheese, die dem Jahreston entspricht. Diese Musik ist genauso konzipiert wie diejenige auf G. Es war wirklich erstaunlich zu sehen, wie stark der Unterschied in der Wirkung ist. Die Musik in G hat die Leute richtig geil gemacht, während die Musik in Cheese eine außerordentlich entspannende Wirkung zeigte. Als wir eines Tages wieder eine uns vertraut gewordene liebe Dame besuchten, erzählte sie uns von ihren Erlebnissen mit diesen Kassetten und nannte die G-Musik, die präorgastische Musik, und die Kies-Musik, die postorgastische Musik. Diese beiden Namen haben sich innerhalb kürzester Zeit in der Szene Amsterdams eingebürgert. Ich habe mich auch schon völlig an diese Attribute gewöhnt und glaube, dass dieser Kommentar wohl das treffendste war, das ich zu diesen Kassetten gehört habe. Es ist erstaunlich, aber die weisesten Leute mit dem größten Durchblick trifft man oft ganz woanders, als man es sich so zuweilen vorstellt. Praktische Anwendung der Tagestonstimmung zur Stimulierung. Zur Tonisierung, Anregung, wie auch zur Sedierung, Entspannung oder Beruhigung einzelner Körperparteien oder des gesamten Organismus kann man sehr gut Stimmgabeln verwenden und diese auf die verschiedenen Akupunkturpunkte anwenden. Abbildung. 14 Stimmgabel und Schwingung. Schlägt man eine Stimmgabel an, dann schwingt sie an den Gabelarmen seitlich hin und her, am Schaft, Haltegriff, schwingt sie jedoch von oben nach unten, da die Schwingung im Bogen der Stimmgabel umgelenkt wird. Abbildung. 15 Stimmgabel und die Art, sie zu halten, damit die Stimmgabel frei schwingen kann, darf sie beim Festhalten nicht an den Gabelarmen berührt werden. Am besten hält man sie mit zwei Fingern am Schaft. Abbildung. 16 Stimmgabel und die Art, sie nicht zu halten, wenn eine schwingende Stimmgabel an den Gabelarmen berührt wird, wird die Schwingung sofort gedämpft und sie hört auf zu schwingen. Der Ton G hat dabei eine allgemeine stimulierende und tonisierende Wirkung, im Gegensatz zum Ton Cheese, der eine beruhigende Wirkung zeigt. Darum sind Anwendungen mit dem G des Tages eher am Morgen oder vor einer Tätigkeit und das Cheese des Jahres eher nach einer Tätigkeit oder vor dem Ruhen und Schlafen angezeigt. Das G ist dynamisierend. Am stärksten wird die Schwingung der G-Stimmgabel zwischen den Beinen wahrgenommen. In liegender oder auch stehender Stellung halte man die Stimmgabel auf die kleine Körperpartei zwischen Anus, Arschloch, und dem Hodensack beim Mann oder den Schamlippen bei der Frau. Hier wirkt die Schwingung direkt belebend auf die Geschlechtsorgane und steigert das Lustgefühl. Hier wird das Feuer der Kundalini, jener Schlangenkraft, die im untersten Chakra ruht, entzündet. Hans David schreibt in seinem Buch Die Welt des Yoga, zum Muladhara Chakra, dem ersten Chakra, 19, S. 237. Das Muladhara Chakra steht für sexuelle Gefühle. Die Kraft des ersten Chakras und das freie Fließen seiner Energien entspricht gleichzeitig einer vitalen Ladung, die verfeinert in Liebe und auch Arbeit an sich selbst und der Umwelt freigesetzt wird. Sexualenergie ist Vital- und Lebensenergie. Alle anderen Lebensfunktionen sind wiederum vom freien Fluss der Energie des Muladhara Chakras abhängig. Im Gegensatz dazu zeigt der Mensch mit neurotischen Störungen die Unfähigkeit, seine Energie freizusetzen. Ein Energiestau in diesem Chakra ist mit einem Einfrieren aller psychosomatischen Funktionen verbunden. Auch im Bereich des zweiten Chakras, des Vatisthana Chakra, das organisch für Ausscheidung und emotional für zwischenmenschliche Gefühle steht,
ist eine dynamisierende Einwirkung mit einer G-Stimmgabel oft von erstaunlich effektiver Wirkung. Abbildung 17. Der Mensch mit den 7 Hauptchakren von unten nach oben, das Mulatta, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Aina und Sahasra. 44. Zum zweiten Chakra schreibt der gleiche Autor Hans David, 20, S. 238. Störungen in diesem Chakra zeigen sich durch Verkrampfung im gesamten Becken, Gesäß- und Beinbereich. Gleichzeitig wird damit der vitale Strom auch im seelischen Bereich behindert. Gefühle werden zurückgehalten, unterdrückt und verhärtet. Die Person ist weniger in der Lage, diese Gefühle und Handlungen auch im zwischenmenschlichen Bereich auszudrücken. Optisch wahrnehmbar ist diese Spannung durch das Zusammenziehen des Gesäßes mit entstehender Oberschenkelfalte direkt am Gesäß. Durch peinliche Sauberkeitserziehung des Kindes wurde hier ein übertriebener Schwerpunkt gesetzt mit einem damit verbundenen Bedürfnis nach Ordnung, Sauberkeit und Gehorsam. Wer Schwierigkeiten hat bei der Ausscheidung, wie Brennen im Penis oder einen zu harten Stuhlgang, dem sei die Tonisierung, Anregung, folgender Punkte empfohlen: auf den Blasenmeridian der Punkt 50, der etwa handbreit von der Mitte zwischen den Beinen am unteren Rand der Gesäßbacke liegt. Die Wirkung kann durch eine Massage an den Fersen verstärkt und unterstützt werden. Ebenso sind die Punkte 11 und 12 auf dem Nierenmeridian der einzige Organmeridian, der keine anderen Meridiane kreuzt, besonders wirkungsvoll. Diese beiden Punkte liegen etwa handbreit seitlich vom Nabel beidseitig im unteren Drittel des Bauches. Auch der Punkt 10 in der Kniekehle des Blasenmeridians hat gute Wirkung gezeigt. Weitere günstige Punkte sind die Punkte 19 und 20 des Dickdarmmeridians. Diese liegen unterhalb der Nasenflügel. Es mag den einen oder anderen Leser verwundern, dass, wenn man einen Punkt in der Nähe der Nase aktiviert, dies eine Wirkung auf die Ausscheidungsorgane Nieren-Blase-Penis oder Dickdarm-Anus haben soll. Doch die Energien fließen durch den ganzen Körper, so bekommt man zum Beispiel leicht einen Schnupfen, wenn man bei feucht-kaltem Wetter über längere Zeit kalte Füße hatte. Was hat die Nase mit den Füßen zu tun? Nun, in den Füßen enden mehrere Meridiane für die verschiedensten Energieflüsse. Wenn diese durch Kälte gereizt werden, löst dies in anderen Körperteilen Reaktionen aus. Durch kalte Füße wird das Immunsystem, das heißt, die Fähigkeit, gewissen Viren zu zerstören, beeinträchtigt. Schnupfen wird durch Viren verursacht. Deshalb gibt es auch kein Heilmittel gegen Schnupfen. Man kann zwar durch Tropfen, Salben oder Tabletten die Schmerzen lindern oder auch dafür sorgen, dass die Nase zum Atmen wieder frei wird, doch die Ursache des Schnupfens können wir nur durch Vernichtung der für diesen Schnupfen verantwortlichen Viren beseitigen, und dies kann nur unser Immunsystem. Darum muss bei Schnupfen in erster Linie die Aktivität des Immunsystems gesteigert werden. Gut funktionierende Ausscheidungsorgane sind auch eine Voraussetzung für ekstatische sexuelle Begegnungen. Banal gesagt, wer Druck auf der Blase hat, kann nicht gescheit ficken. Darum gilt es zur Steigerung der sexuellen Gefühle, nicht nur die Sexualität selbst zu steigern, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Ausscheidungsorgane nicht belastet sind. Dann fließt die Energie besser. Viel Vergnügen! Abbildung 19 Tafel mit allen Meridianen in der Akupunktur werden für die Behandlung von bestimmten Organen Punkte auf einzelnen Meridianen ausgesucht und durch Nadelung aktiviert. Abbildung 20 Blasenmeridian mit den Punkten 50 und 54. Abbildung 21 Nierenmeridian mit den Punkten 11 und 12. Abbildung 22 Dickdarmmeridian mit den Punkten 19 und 20. Die Schwingungen des Jahres, das entspannende seelische Prinzip. Der Jahreston ist das Om, die Urschwingung, der immerwährende Ton, wie die Inder sagen. In unserem Tonsystem entspricht diese Schwingung dem Chis. In der 32. Oktave des Erdenjahres schwingt dieser Ton bei 136,10 Hertz, in der 33. Oktave bei 272,20 Hertz. Warum diese Frequenz genau 136,1 Hertz beträgt, lässt sich leicht nachrechnen, die Dauer eines Jahres wird in Sekunden umgerechnet. Der Tag hat 86.400 Sekunden. Das Jahr hat 365,242 Tage. Das Jahr hat somit 365,242 x 86.400 Sekunden gleich.
31.556.925,9747 Sekunden. Von diesem Sekundenwert bildet man den Kehrwert. Beim Taschenrechner einfach die 1-x-Taste betätigen, und das Resultat wird dann 32 mal mit 2 multipliziert. Schon haben wir die 136 Hertz in der Anzeige. Die entsprechende Farbe ist ein Türkis, ein Grün, das in Richtung Blaugrün hintendiert. Abbildung 23. Das Jahr und die Oktave. Beim Frühlingsanfang steht die Sonne bei 0 Grad wieder, Punkt A. Nach einem Jahr steht die Sonne wieder am gleichen Punkt. Nach einem halben Jahr steht die Sonne bei 0 Grad Waage, Punkt B. Dies ist beim Herbstanfang der Fall und entspricht der ersten Oktave des Jahres. Beim Sommeranfang steht die Sonne bei 0 Grad Krebs, Punkt C. Das ist nach einem Vierteljahr der Fall und entspricht der zweiten Oktave. Nach einem Achteljahr steht die Sonne bei 15 Grad im Stier, Punkt D, und nach einem Sechzehnteljahr steht die Sonne bei 22,1-2 Grad im Widder, Punkt E. Die Punkte D und E entsprechen der dritten und vierten Oktave des Jahres. Musik im Einklang mit der Erde, das Geheimnis indischer Meditationsmusik. In festlicher Stimmung sitzt das Publikum im von glitzernden und leuchtenden Kristalllüstern bestrahlten Konzertsaal. Die Musiker strömen auf die Bühne und setzen sich vor ihre Notenständer. Sie blättern in der Partitur und greifen zu ihren Instrumenten. Der Pianist schlägt eine Taste an und es erklingt ein heller, klarer Ton. Es wird still im Publikum. Der Pianist lässt noch einige Male den gleichen Ton erklingen, der bald den ganzen Saal erfüllt. Die Musiker greifen zu ihren Geigen und Cellis, ihren Oboen und Fagotten und stimmen auf diesen Ton. Ein malerisches Klanggewirr entsteht. Alle Instrumente erklingen durcheinander. Wieder kehrt Stille in den Saal, der Dirigent erscheint auf der Bühne. Er verbeugt sich vor den Zuhörern und nimmt, mit einem freudigen Strahlen im Gesicht, den erwartungsvoll heftigen Applaus der Konzertbesucher entgegen. Alsdann wendet er sich den Musikern zu. Mit dem Rücken zum Publikum nickt er mit prüfendem Blick vom Dirigentenpult aus dem vor ihm sitzenden Orchester zu, hebt die Hände und setzt das Zeichen für den ersten Takt des Klavierkonzertes. Jedem Liebhaber klassischer Musik, der sich nicht mit Musikkonserven begnügt, sondern im Konzertsaal leibhaftig an den vom Orchester ausgesandten Schwingungen teilnimmt, wird dieses Ritual, das praktisch vor jeder Aufführung zelebriert wird, aus eigener Anschauung bzw. Anhörung kennen. Vor dem gemeinsamen Spiel müssen die Instrumente auf eine gemeinsame Schwingung gebracht werden. In Indien wird diesem Ritual, das vor jeder Aufführung eines Sitar-Konzertes wie eine Meditation gefeiert wird, noch viel mehr Zeit gewidmet. Die Sitar ist ein großes Saiteninstrument, mit meist 7 Spielsaiten und einem guten Dutzend Resonanzsaiten. Abbildung 24. Das Om. Das Om ist das Symbol der Urschwingung in Indien. Es wird auf den Ton Chis intoniert und entspricht der 32. Oktave des Erdenjahres. Sie werden durch Zupfen mit einer Art aus Eisen- oder Silberdraht gefertigtem Fingerhut zum Erklingen gebracht. Die Sitar ist wohl das meistverbreitete Saiteninstrument in Indien und hat dort eine kulturelle Stellung wie hierzulande die Geige. Da der Klang einer Sitar vor allem durch die von Obertönen der gezupften Klänge hervorgerufenen Resonanzen bestimmt wird, müssen die Resonanzsaiten sehr genau aufeinander abgestimmt sein. So dauert das Einstimmen in Indien wesentlich länger als im Abendland. Zudem stimmt der indische Musiker in dem Alapa genannten Vorspiel nicht nur das Instrument, sondern auch sich mit dem Instrument ein. Das Publikum kann sich in dieser Zeit meditativ auf den Grundton einstimmen, jenen Grundton, den man Satya nennt, was so viel bedeutet wie Vatir der Andern. Dieses Satya, auch kurz Samstag genannt, ist, nach indischer Überlieferung, der immerwährende, nie vergehende Ton. Er steht für die Nada, genannte Urschwingung, und wird durch die Silbe Om zum Ausdruck gebracht. Das Om entspricht dem Amen in den christlichen Kirchen. Amen bedeutet ja nichts anderes als so ist es. Auch Om bringt das so ist es, manifestiert durch den immerwährenden Ton, zum Ausdruck. In diesem Grundton liegt das Geheimnis der meditativen Wirkung indischer Tempelmusik. Die Tonhöhe, auf der die Sitar zur Celebration eingestimmt und auf die heilige Silbe Om intoniert wird, entspricht etwa dem Chis in der kleinen Oktave einer heutigen Stimmung eines abendländischen Orchesters. Die Schwingung des Satya, die in einer 136-Stilsekunde einmal hin und her schwingt,
kann man verdoppeln und so seine teilfairen Oktavgönne definieren. Tut man dies genau 32 Mal, gelangt man zu einer Schwingung, die die Zeit eines Jahres, also die Dauer einer kompletten Reise der Erde um die Sonne, in Anspruch nimmt. Die Grundseite der Sitar, die auf dieses Satya eingestimmt ist, schwingt genau im 32. Oktavoberton des Erdenjahres, hat auch die gleiche Tonbezeichnung wie das Erdenjahr und wird daher auch Jahreston genannt. Die Grundstimmung der Sitar ist somit genau im Einklang mit dem Lauf der Erde um die Sonne. So sind nicht nur die Instrumente, sondern auch Musiker und Zuhörer nach der Alapa, dem musikalischen Einstimmvorspiel auf diesen immerwährenden Ton, eingestimmt, sind alle Beteiligten im Einklang mit dem Kosmos, der seinen Widerhall findet in den Menschen, die an dieser meditativen Musik teilhaben. Jeder kann das für sich nachprüfen, indem er original indische Sitar-Musik mit dem Ton einer Stimmgabel von 136,1 Hertz vergleicht oder gar auf diesen Ton meditiert, ihn summt oder senkt. Am einfachsten drückt man den Griff einer vibrierenden Stimmgabel dieser Frequenz auf das knorpelige Ende des Brustbeines und spürt so, wie der ganze Brustkorb von dieser Schwingung erfasst wird. Beginnt man nun leise zu summen, so trifft man leicht den richtigen Ton und je länger man das Om singt, umso besser gelangt man in Einklang mit dieser kosmischen Urschwingung. Das Interessante an diesem Zusammenhang ist, dass der Inder intuitiv und meditativ haargenau zum gleichen Ton gelangt, wie unser reiner rechnerisch. Unser Geist und unsere Empfindung scheinen sich sehr genau an physikalischen und harmonikalen Gesetzmäßigkeiten zu orientieren. Wahre Religiosität hat wohl doch weniger mit religiösen Dogmen zu tun, als mit religiöser Erfahrung, das heißt, auch mit Wahrnehmung, Om, so wie es ist. Je mehr man im Einklang mit dem großen Ganzen ist, desto klarer wird man gewahr, dass einen nichts trennt vom Universum und dass man selbst ein Teil des gesamten Kosmos ist. Wenn der Kosmos in dieser Weise seinen Widerhall in jedem Einzelnen findet, man sich in die kosmischen Schwingungen wirklich einhört und einschwingt, dann ist man so allein, dass jeder Guru, Priester oder Papst für einen völlig überflüssig wird, und man den Weg der Dinge zu spüren beginnt und so selbst zum Weg wird. Dann nimmt man die Wahrheit in sich selbst wahr und Abbildung 25. Die Grundstimmung der Sitar-Ausgangston oder Grundton ist ein Cheese, das etwas tiefer zu stimmen ist als das heute in Europa und Nordamerika allgemein verwendete Cheese. In Indien wird dieser Grundton Samstag oder Satya genannt und entspricht der Frequenz von 136,10 Hertz. Gebärt so, aus dem eigenen inneren Wesen heraus, die universelle Liebe, die man selbst ist im Einklang mit den anderen. 21, S 25. Morphogenetische Bilder und die Geschichte vom 100. Affen. Jahrhundertelang sammelten die Affen einer winzigen Südseeinsel ihre Kartoffeln aus der Erde und verschlangen sie samt Dreck und Sand. Bis eines Tages ein junges Affchen auf die geniale Idee kam, seine Kartoffel vor dem Verzehr mit Wasser zu waschen. Und siehe da, zwischen den Zähnen knirschte und krachte es nicht mehr. Bald machten es ihm die anderen Affen nach. Erst 2, dann 10, 20, 50. Als der 100. Affe seine Kartoffel ins Wasser tauchte, machte es Klick. Die Energien sammelten sich im morphogenetischen Feld. Kollektive Bewusstseinsenergie kickte die Affen der Nachbarinseln mit einem Schlag auf den Kartoffelwaschtrip, ohne dass die Affen der Nachbarinseln in irgendeiner uns gewohnten Form mit den Affen der anderen Insel kommunizierten. So lernten auch die Affen anderer Inseln das Kartoffelwaschen. Die Art einer solchen Wissensübertragung nennt Lily Echo Connection, was so viel heißt wie Verbindung haben zum Earth Coincidence Control Office. 22 bis 24, auf Deutsch nennt man das kosmische Zufallszentrale. Der englische Biologe Rupert Seldrake bezeichnet dieses Phänomen als Wahrnehmung sogenannter morphogenetischer Felder oder Bilder. Rupert Seldrake, 25, stellte darum die These auf, dass, wenn viele Spezies einer Art, egal ob Affen, Ratten oder Menscheninformationen, die vielen von einer speziellen Speziesart auf einem bestimmten Erdteil bekannt sind, von anderen Spezies der gleichen Art auf ganz anderen Erdteilen auch wahrgenommen werden können. Das funktioniert einfach so, dass, wenn viele Menschen zum Beispiel einen bestimmten Gedanken in sich tragen, dieser Gedanke von anderen wahrgenommen werden kann. Dies ist ein ähnliches Phänomen wie das, was Carl Gustav Jung, der bekannte Schweizer Psychiater, Synchronizität, nennt. 26. Wenn man nun beginnt,
sich auf den Jahreston dieser unserer Erde einzustimmen, auf diesen Ton zu meditieren und diesen Ton in einem schwingen zu lassen, dann ist man nicht nur im Einklang mit dem Lauf der Erde um die Sonne, sondern auch im Einklang mit all jenen, die auch auf diesen Ton meditieren. Da die indischen Sadhus und die tibetanischen Mönche ihre Meditationsmusik auf diesen Ton einstimmen und die Glocken auf diesen Ton geeicht haben, tritt jeder, der sich in diese Schwingung einklingt, in eine Art seelischen Kontakt mit diesen Sadhus und Mönchen. So kann man auch an deren Seelenfrieden teilhaben und wird ein Teil des energetischen morphogenetischen Feldes all jener, die durch ihre ständige Meditation bereits im Einklang sind. Wenn man geneigt ist, diesen Ton zu singen, das Om, zu intonieren, empfehle ich den Ton nicht wie im Schul- oder Kirchenchor zu singen, sondern ihn so in seinem Rachen resonieren zu lassen, dass die Obertöne hörbar werden. Man nennt diese Technik Obertonsingen, eine in Indien seit alters her weit verbreitete Technik. Hier in Europa, wie auch in Nordamerika, ist sie erst neuerdings in Mode gekommen. Diese Mode ist aber kein Nagegag, sondern wirkt wahre Wunder. Erstens kann man wesentlich länger singen ohne zu ermüden, und zweitens ist das so eine Art Kopfmassage von innen, die sich sehr angenehm auf das allgemeine Wohlbefinden auswirkt. Es gibt eine ganze Reihe von Obertonsängern, die einem diese Technik gerne beibringen auf Wochenendseminaren im New Age nennt man das Workshop. Es ist wahrlich auch nicht schwierig. Die bekanntesten Obertonsänger im deutschsprachigen Raum sind Michael Vetter, 27, Roberto Lanieri und Stefanie Wolf, 29. Anwendung des Jahrestones Cheese. Unterbrochener senkrechter Strich. Dieser Ton ist geeignet für jede Art von Meditation. Im Gegensatz zum Tageston, den man am besten nur vor einer Tätigkeit, so zum Beispiel nach dem Aufwachen anwendet, kann man diesen Ton jederzeit anwenden. Er hat eine sehr entspannende und beruhigende Wirkung. Es gibt zwei Meridiane, die die Schwingung des Jahrestones besonders intensiv und angenehm auf den ganzen Körper übertragen. Es sind dies der Renmai-Meridian, was so viel heißt wie Verwaltungsgefäß im deutschsprachigen Raum auch oft Konzeptionsgefäß genannt und der Dumai-Meridian, das Gouverneurgefäß. Diese beiden Meridiane nennt man aufgrund ihrer Funktionen auch psychische Lenker. Der Renmai-Meridian verläuft medial vom Genitalbereich über den Bauchnabel, Bauch, Thorax, Brustkorb und Hals bis in den Mund. Für die Schwingungsübertragung kommen vor allem die Punkte 16 und 17 in Frage. Diese liegen am unteren Ende des Brustbeines. Hält man nun eine Stimmgabel mit der Frequenz von 136,1 Hz auf einen dieser Punkte, beginnt der gesamte Brustkorb zu vibrieren, wie wenn man einen tiefen Ton singen würde. Die Anwendung der Stimmgabeln auf diese Punkte führt zu einem angenehmen, entspannenden Wohlbefinden. Die anderen Punkte, die im Folgenden beschrieben werden, kann man nicht entspannt selbst behandeln. Darum braucht man hierfür einen Freund oder eine Freundin, die einem die Stimmgabeln auf diese Punkte hält. Es handelt sich um die Punkte 1 und 2 des Dumai-Meridians. Zur Behandlung dieser Punkte liegt man am besten auf dem Bauch oder steht gerade, die Arme seitlich locker herunterhängend. Der Dumai-Meridian tritt durch den After an die Oberfläche und verläuft über die Wirbelsäule, den Hals und Schädel medial bis in den Mund. Dieser Meridian hat verschiedene beruhigende und auch schnell schmerzlindernde Wirkungsbereiche. Der Punkt 1 liegt am äußersten Ende des Steißbeines und der Punkt 2 an dessen oberen Ende. Abbildung 26 der Renmai-Meridian mit Punkten 16 und 17. Abbildung 27. Der Dumai-Meridian mit Punkten 1 und 2. Die Anwendung dieser Frequenz auf diese beiden Punkte wirkt entspannend auf das Gesäß. After und Gesäß sind Körperbereiche, an denen viele Menschen ganz besonders verkrampft sind. Da sie zu einer Art Tabubereich gehören, lassen die meisten Masseure diese Gegend bei den Massagen aus. Doch ich kann nur empfehlen, gerade diese Bereiche vor oder auch nach einer Stimmgabelanwendung lang und gut durchzumassieren, denn, energetisch gesehen, sind die meisten Menschen auf gut Gassendeutsch gesagt, am Arsch. Ja, kein Bereich beim Mensch ist so am Arsch wie der Arsch. Das mag für den einen oder anderen Leser befremdend klingen, doch wer schon viele Leute an Gesäß und After massierte, kann das bezeugen. Die Kundalini, die Schlangenkraft, die sich unten in der Wirbelsäule entfaltet, kann niemals aufsteigen und den Körper durchdringen, solange man an deren Wurzel verspannt ist. Man denke nur, wie viele Menschen Schwierigkeiten mit dem Stuhlgang haben oder über Hämorrhoiden klagen.
Wer im Gesäß angenehm entspannt ist, kann auch beim Geschlechtsverkehr seine Energien ganz anders fließen lassen als jemand, der dort verspannt ist. Wohl auch darum nennt man den Punkt 1 des Dumai-Meridians, den Punkt des Zuwachses von Kraft und Lebensfreude. Bei der Anwendung einer Stimmgabel auf so einen Meridianpunkt hält man den Griff der schwingenden Stimmgabel für circa 2 Minuten auf diesen Punkt, bis die Stimmgabel ausgeklungen ist. Man wiederholt das so lange, bis man sich angenehm entspannt fühlt. Man braucht dazu keinerlei medizinische Kenntnisse. Die Wirkung spürt man sehr schnell. Es empfiehlt sich überhaupt, auch an anderen Körperpunkten diese Schwingung auszuprobieren. Je spielerischer, desto besser, und dann beginnt man langsam den Verlauf der Meridiane zu spüren. Man kann sie auf diese Weise erleben, muss sie nicht erst theoretisch aus einem Fachbuch auswendig lernen. Abbildung 28. Die Kreiselbewegung der Erdachse. Durch die Kreiselbewegung der Erdachse entsteht das platonische Jahr. Die Schwingungen des platonischen Jahres. Das heitere geistige Prinzip. Das platonische Jahr dauert etwa 25.920 Jahre. Es ist die Zeit, die die Erdachse braucht, um eine Kreiselbewegung zu vollführen. Bedingt durch diese Kreiselbewegung wandert in dieser Zeit der sogenannte Frühlingspunkt, der Schnittpunkt der zur Erdachse senkrecht stehenden Äquatorebene mit der Ekliptik, Tierkreis, also jener Punkt, an dem die Sonne bei Frühlingsanfang steht, einmal durch den ganzen Tierkreis. Derzeit steht der Frühlingspunkt zwischen den Sternbildern Fische und Wassermann. Die Wanderung durch ein Sternbild dauert durchschnittlich etwa 2160 Jahre. Diese Zeitabschnitte nennt man auch Zeitalter. Das Fischezeitalter geht derzeit dem Ende entgegen und das Wassermann-Zeitalter ist im Kommen. Einen genauen Zeitpunkt eines solchen Wechsels kann man nicht angeben, da die Sternbilder sich zum Teil überschneiden und es auch keinen absoluten Nullpunkt im Tierkreis gibt. Die Wechsel vollziehen sich langsam und ziehen sich über viele Jahre hinweg. Der Ton des platonischen Jahres ist ein F, seine Frequenz ist in der 47. Oktave 172,06 Hertz, in der 48. Oktave 344,12 Hertz. Die entsprechende Farbe ist das Violett. Die Schwingungen des platonischen Jahres sind zweimal im Sehspektrum wahrnehmbar, am unteren Ende im Rotbereich an der Grenze zum Infrarot. Abbildung 29. Die Wanderung des Frühlingspunktes. Die Gradzahlen am inneren Kreis und die Jahreszahlen am äußeren Kreis geben den Übergang des Frühlingspunktes von einem Sternbild in das nächste an, die Zahlen im äußeren Kreis die Dauer der Durchwanderung des jeweiligen Sternbildes. Die Jahreszahlen sind approximativ zu nehmen. 2. Bereich und am oberen Ende im Blaubereich an der Grenze zum Ultraviolettbereich. Das platonische Jahr, in seiner Schwingung oktaviert, deutet die Schwellen im Sehbereich des Menschen an. Fügt man die beiden Enden des Farbbandes, Spektrum, zusammen und bildet einen Farbkreis, wie zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe in seiner Farbenlehre, 29, dann findet diese Unio Mystica, bei den Oktavfrequenzen des platonischen Jahres statt und ergibt die Farbe Violett. Das F, war im alten China der Grundton, Kammerton, und wurde der Ton der gelben Glocke, genannt. Gelb ist genau die Komplementärfarbe von Violett. Die Benennung nach der Komplementärfarbe rührt von der taoistischen Philosophie der Polarität her, des Yang und des Yin. Dem Maß des Grundtones, wie auch allen anderen Grundmaßen, wurde im alten China große Bedeutung beigemessen. Dies veranschaulicht besonders die folgende Passage aus dem Buch der Sitten, Ligi, 30, S 73. So muss man die Laute untersuchen, um die Töne zu verstehen. Man muss die Töne untersuchen, um die Musik zu verstehen. Man muss die Musik untersuchen, um die Gebote zu verstehen. So wird der Weg zur Ordnung vollkommen. Wer die Laute nicht versteht, mit dem kann man nicht über die Töne reden. Wer die Töne nicht versteht, mit dem kann man nicht über Musik reden. Wer die Musik versteht, erreicht auch dadurch die Geheimnisse der Sitte. Wer die Musik und die Sitte beide erlebt hat, besitzt Leben. Leben zeigt sich im Erleben. So wie der Tageston G, die körperlichen Regungen dynamisiert, der Jahreston Qi, die seelischen Regungen beruhigt und entspannt, so wirkt sich der Ton des platonischen Jahres auf das Heitere und Klare im Geiste aus. Das G wird in Europa und Nordamerika vom Violinschlüssel angezeigt und ist ein zentraler Ton im abendländischen Musikleben. Im Abendland dreht sich dementsprechend meist alles.
um materielle, körperliche Dinge. Das Studium der Dinge ist das Steckenpferd unserer Wissenschaften. In der abendländischen Medizin ist die Erhaltung des Lebens das zentrale Motiv. Der Arzt ist verpflichtet, einen Körper, auch wenn der dazugehörige Mensch es nicht will oder gar schon nicht mehr bei Bewusstsein ist, technisch so lange wie möglich am Leben, zu erhalten. Herz und Kreislauf müssen funktionieren und solange dies der Fall ist, sagt man, ein Mensch sei noch am Leben. Einem Menschen einen angenehmen, schmerzfreien Tod zu gewähren, dazu sind in den meisten Ländern die Ärzte nicht befugt, ja sie machen sich strafbar. In Indien, zum Beispiel, ist das alles sehr anders. Dort spricht man vorzugsweise von Seelenwanderung. Der Tod bedeutet nicht das Ende, sondern den Übergang zu einer neuen Reinkarnation. Das Moment der Seele spielt im altindischen religiösen Gesellschaftsleben eine überragende Rolle. Dementsprechend hat man auch in Indien den Jahreston zum Grundton gewählt. Die indische Meditationsmusik, die eigentlich immer auf Chis gespielt wird, regt die Seele an. Der seelische Bereich wird so zum Resonieren gebracht. Im alten China hingegen sprach man weit mehr vom Geist. Ob im Taoismus oder in der konfuzianischen Lehre ist die Wertlehre des Geistes ein zentraler Punkt der östlichen Weisheit. Die Art der Belehrung erfolgt immer auch mit Witz und Humor und am Humor erkennt man den Geist. Menschen ohne Humor haben meist keinen klaren Geist. Der Geist ist das Kontinuum, das über allen Gemütsschwankungen steht. John Lilly, der bekannte amerikanische Psychiater und Delfinforscher, nennt das Ziel der meditativen Bemühungen die erhabene Gleichgültigkeit, 31. Ich finde diese Bezeichnung sehr treffend für eine Geisteshaltung, die in den wirklichen Urtiefen des Geistes wurzelt, jenseits von Gut und Böse. Die chinesische Art und Weise der Hervorhebung des Geistes steht sicherlich in direktem Zusammenhang mit der Wahl ihres Kammertones F, dem sie eine sehr große Bedeutung bei Gemäß Zen haben. In keinem Land war die Bedeutung von Musik für das Geistesleben so bedeutend wie im alten China, nicht einmal den alten Griechen, die in der sogenannten Pythagoreischen Lehre und Tradition wohl dem altchinesischen Level am nächsten kamen. Der bekannte amerikanische Professor Timothy Leary, einer der größten Weisheitslehrer des 20. Jahrhunderts, hatte eines Morgens unter der Dusche eine echte Erleuchtung, die er in den sechs Worten Turn on, Tune in, Drop out zusammenfasste. Dieser Slogan erwies sich später als sehr nützlich bei seiner Funktion als Anheizer der Transformation. In seiner Autobiografie »Denn sie wussten, was sie tun«, schreibt er. 32. Turn on bedeutet, nach innen gehen, um die neuralen und genetischen Ausrüstungen zu aktivieren. Empfänglich werden für die vielen und verschiedenen Bewusstseinsebenen und die speziellen Hebel, sie zu wecken. Drogen sind nur ein Weg, dieses Ziel zu erreichen. Tune-in bedeutet, harmonisch mit der Umwelt interagieren. Veräußerlichung, Verwirklichung und Einbringen der neuen Perspektiven. Drop-out deutet auf einen aktiven, selektiven, anmutigen Prozess des Sichtrennens von unfreiwilligen oder unbewussten Verpflichtungen. Es bedeutet, sich auf sich selbst verlassen, die Entdeckung der eigenen Einmaligkeit, ein sich hinwenden zu Mobilität, Selektion und Veränderung. Turn-on ist das aktive Moment, es ist die Stufe des Tagestones G, die hier angesprochen ist. Tune-in heißt wörtlich, sich einstimmen. Tune-in ist die Stufe des Jahrestones Qis, auf der man in seelische, harmonische Bereiche gelangt. Nach der Aktivierung durch das Tages-G, folgt die Entspannung mit dem Komma Jahres-Qis. Die dritte Stufe ist das Drop-out. Es ist die Stufe der erhabenen Gleichgültigkeit, jenseits aller seelischen Emotionen. Das Drop-out entspricht dem Ton des platonischen Jahres F. Wem das zu hoch ist, dem kann ich die Lektüre der Bücher von Tim Leary, John Lilly, Walter Clark oder auch von Robert Anton Wilson empfehlen. Die Autoren kannten sich alle, arbeiteten über Jahre hinaus zusammen und erforschen jeder auf seine Weise das Bewusstsein. Außer Walter Clark kenne ich sie alle persönlich und habe von jedem außerordentlich viel gelernt, besonders was Wahrnehmung und Bewusstwerdung des eigenen Seins anbelangt. Tim Leary befasste sich sehr intensiv mit den fernöstlichen Lehren und schrieb Kommentare und Auslegungen zum tibetanischen Totenbuch, Bardo Tüdol, und zum großen Weisheitsbuch der Chinesen, dem Buch der Wandlungen, I Ching. Seine Ausführungen zum I Ching sind in dem Buchspiel des Lebens 33 aufgeführt.
Er schrieb es im Gefängnis. Liari wurde wegen ein paar Gramm Haschisch zu über 20 Jahren Gefängnis verurteilt, wohl das härteste Urteil, das je in den USA für solch eine Gesetzesübertretung gefällt wurde. Das Buch Der Wandlung gehen, das I Ching, wurde ebenfalls im Gefängnis geschrieben. So kann man im Vorwort der Ausgabe von Richard Wilhelm nachlesen, 34, S. 18, die jetzige Sammlung der 64 Zeichen stammt nach allgemeiner Tradition, an der zu zweifeln kein Grund vorliegt, vom König Wen, dem Ahn der Zhou-Dynastie, der sie mit kurzen Urteilen versah, als er von dem Tyrannen Zhou Xian im Gefängnis gehalten wurde. Der Text zu den einzelnen Linien stammt von seinem Sohn. Das I Ching ist ein chinesisches Weisheitsbuch. Es ist eigentlich das chinesische Weisheitsbuch überhaupt. Nochmals Richard Wilhelm zum I Ching, 34, S. 17. Indem das Buch der Wandlungen durch seine Urteile und seine Erklärungen, die sich seit Konfuzius daran angeschlossen haben, dem Leser den reifsten Schatz chinesischer Lebensweisheit darbietet, gibt es eine umfassende Übersicht über die Gestaltungen des Lebens und setzt ihn in den Stand, anhand dieser Übersicht sein Leben organisch und souverän zu gestalten, so dass es in Einklang kommt mit dem letzten Sinn, der allem, was ist, zugrunde liegt. Was den Juden und Christen das Wort ist Gott sprach. Was den Hinduisten das Nada, Brahman, oder Atman, der Urton oder die Urschwingung, ist, das ist den Chinesen der Sinn, jener Sinn, von dem Hermann Hesse im Glasperlenspiel schreibt. Ob du nun Lehrer, Gelehrter oder Musikant wirst, habe die Ehrfurcht vor dem Sinn, aber halte ihn nicht für lehrbar. Der Einklang mit jenem letzten Sinn ist das Ziel der Erziehung im alten China. Es ist der Sinn, der über allem anderen steht und der Weg dahin ist das Tao. Das Tao ist der Weg des Lebens. Das Tao ist der Weg aller Dinge. Und die Grundlage der Erziehung im alten China ist die Musik, die in der Übereinstimmung mit dem Naturgesetz ist. Die Chinesen hatten den weitesten Horizont. Sie wählten den großen Rhythmus der Erde zum Grundton, den Ton des platonischen Jahres, das F. Daher rührt die große Weisheit im alten China. Die Anwendung des Tones des platonischen Jahres. Der Ton des platonischen Jahres verkörpert die Heiterkeit, jene Heiterkeit jenseits von Leid und Lust. Es entspricht dem allerhöchsten Chakra, dem Sahasrara Chakra, das am obersten Punkt der Schädeldecke angesiedelt ist. Hans David schreibt dazu in dem schon erwähnten Buch Die Welt des Urga, 36, S. 243. Das Sahasrara Chakra stellt das höchste Zentrum der geistigen Entwicklung des Menschen dar. Ein Zentrum, in dem alle Probleme, Konflikte und Spannungen des Lebens gelöst, beziehungsweise überwunden, transzendiert sind. Hier steht ihm sein gesamtes Potenzial zur Verfügung. Wenn die Kundalini auch dieses Chakra öffnet, seine grenzenlosen Räume erschließt, erfährt der Yogi letzte Einswerdung Samadhi. Dieser höchste Erkenntniszustand zeigt auch keine zeitliche Begrenzung mehr. Der entsprechende Akupunkturpunkt liegt auf dem Dumai-Meridian, dem Gouverneur-Meridian, oben auf der Schädeldecke bei den Fontanellen, das ist die Naht, wo der Schädel oben zusammengewachsen ist, und trägt in den üblichen Akupunkturtafeln die Nummer 20. Vor der Anwendung der Stimmgabel auf F, sollte die Anwendung der Töne G und Qis vorausgehen. Erst dann kann man die volle Wirkung dieser Schwingung wahrnehmen und erleben. Doch das F kann wahrhaftig Wunder vollbringen. So erinnere ich mich an eine Szene, die Ende der 70er Jahre in München in der Riedelstraße, einer großen Kommune, in der ich jahrelang lebte, sich ereignete. Ein guter Freund von mir, Harald, spielte mit der Stimmgabel des Jahres, dem Qis, und hielt sich diese verschiedene Male an die Fontanellen. Kurz später beschwerte er sich bei mir, er könne das Brummen dieses Tones nicht mehr aus seinem Schädel herauskriegen. Harald war am Verzweifeln, Stand-in der Tür meines Zimmers und begann, immer fester seinen Kopf an den Türrahmen zu hauen, fester und immer fester, so dass mir schon Angst und Bänge wurde. Doch diese Rosskur nützte nichts. Die Schwingung des Jahrestones blieb. Da nahm ich eine Stimmgabel mit dem F, hielt sie ihm in schwingendem Zustand für ein paar Sekunden auf den Kopf und schon war das Brummen weg. Harald hatte zwar befürchtet, dass er danach zwei Töne im Kopf haben werde. Doch nach kurzer Auseinandersetzung gab er nach und willigte dem Experiment ein. Es war für mich ein außerordentliches Erlebnis zu sehen, wie stark die Schwingung in einem Menschen wirken kann. Nur, wenn jemand total im Einklang mit einer kosmischen Schwingung ist,
kann eine solche übermäßige Resonanz ausgelöst werden. Doch trifft man solche Menschen selten. Trotzdem, sollte jemandem die eine oder andere Schwingung zu stark resonieren, kann man dieses too much, zu viel, einfach durch eine andere, meist übergeordnete Schwingung ausgleichen. Zu viel vom Tagestone G, gleicht man mit dem Jahrestone Cheese, aus, zu viel vom Cheese, gleicht man mit dem F, aus. Jemand, der zu viel vom F, abbekommen hätte, ist mir noch nie begegnet, obwohl ich schon seit Jahren mit vielen Leuten mit diesen Tönen experimentiere. Das G des Tages ist eine Schwingung für die Jugend und die Zeugungslustigen, denn sie dynamisiert. Das Cheese des Jahres ist eine Schwingung, die über die Midlife-Krise hinweg hilft, denn sie beruhigt und stärkt den seelischen Frieden. Das F des platonischen Jahres ist vornehmlich für ältere oder weisere Leute, die ihre körperlichen Triebe schon ausgelebt hatten und nun die echte Weisheit des Alters in sich entdecken. Jung und alt hat allerdings hier nicht so viel mit Lebensjahren zu tun, sondern vielmehr mit Reife. So kenne ich 16-jährige Buben, die bereits wesentlich weiser sind als manch ein 60-jähriger Burgios. Andererseits kenne ich Herrschaften, die weit über 60 Jahre alt sind und dabei überhaupt nicht alt wirken. Abbildung 31 Vollmond und Neumond. Befindet sich der Mond zwischen Erde und Sonne, dann ist Neumondzeit, befindet sich die Erde jedoch zwischen Sonne und Mond, dann ist Vollmondzeit. 92. Die Schwingungen des Mondes, das kommunikativ-erotische Prinzip. Es gibt mehrere Mondschwingungen, die jeweils verschiedene Wirkungen haben. Hier möchte ich nur auf die auffälligste Mondschwingung eingehen, der Schwingung von Vollmond bis Vollmond, den sogenannten synodischen Monat. Es ist dies die Mondschwingung, die jeder auch noch so ungeübte Himmelsbetrachter augenfällig wahrnehmen kann. Wir hören die Mondschwingung des synodischen Monats. In der 29. Oktave mit 210,42 Hertz, in der 30. Oktave mit 420,84 Hertz. Was in der heutigen Notenskala einem Gies entspricht. Die entsprechende Farbe ist ein kräftiges Orange. Orange setzt sich aus den Farben Rot und Gelb zusammen. Rot stellt dabei die Komponente der Willensstoßkraft, da Gelb die Erwartungshaltung. Orange ist eine triebbetonte dynamische Farbe. Ein kleiner Erlebnisbericht aus dem Jahre 1980 möge den Unterschied zwischen der Jahresstimmung Schieß und der Mondstimmung Gies deutlich veranschaulichen. Im Norden von München gab es für einige Jahre eine Art Ashram, ein Meditations- und Therapiezentrum der Sanyas-Bewegung. Es war ein Zentrum, in dem die Jünger von Bhagwan, dem berühmt-berüchtigten Guru aus Puona, Indien, regelmäßig die verschiedensten Meditationen veranstalteten. Seinerzeit war die Abbildung 32 Neumondstellung. Am 2. Oktober 1978 um 6:41 / Weltzeit war im Sternzeichen der Waage bei 8 Grad Zeichen 44 / eine Sonne-Mond-Konjunktion, das heißt, es war Neumond. Merkur stand nahezu mit Sonne und Mond in Konjunktion. Um 20:47 / Weltzeit des gleichen Tages fand eine Mond-Pluto-Konjunktion statt. Nach einem tropischen Umlauf passierte der Mond wieder die 8 Grad Zeichen 44 / in der Waage. Dies war am frühen Nachmittag des 29. Oktober 1978 der Fall. Die Sonne stand jedoch bereits im Sternzeichen des Skorpions, so dass der Mond noch 2-1/4 Tage in Richtung der Ekliptik weiterwandern musste, bis er die Sonne wieder erreichte. 5:24 Abbildung 33 Folgende Neumondstellung am 31. Oktober 1978 um 20:07 standen Sonne und Mond wieder in Konjunktion, bei 8 Grad Zeichen 03 im Skorpion. Der Mond durchwanderte 13 Sternzeichen, um wieder mit der Sonne in Konjunktion zu sein. In einem tropischen wie auch in einem siderischen Monat durchwandert der Mond 12 Sternzeichen, in einem synodischen Monat durchwandert der Mond 13 Sternzeichen. Der synodische Monat, die Dauer von einem Neumond bis zum nächsten Neumond, umfasst etwa 29-1/2 Tage, etwa einen Monat, ursprünglich genau einen Monat, denn das Wort Monat ist von Mond abgeleitet. Die Abbildungen 32 und 33 sind dem Heft Farbton Tonfarbi und die kosmische Oktave, Band 1, entnommen, 5:24.
Organisation um den Guru herum noch nicht so straff strukturiert, wie das dann später der Fall war, als er in Oregon weilte und Sheela seine Chefsekretärin wurde. Es war die Zeit, als die Salulas-Bewegung noch von einer inneren Dynamik getragen wurde und von einem fast anarchistischen Freigeist durchtränkt war. Man trug damals noch vorwiegend Orange, während dann später viel mehr Rot bis Rot-Violett getragen wurde. Jeden Sonntagabend wurde im großen Meditationssaal dieses Ashrams ein sogenannter Energie-Passhahn veranstaltet. Dazu versammelten sich jedes Mal ein paar hundert, zumeist junge Leute, vorwiegend in hellen, orange gehaltenen Kleidern in erwartungsvoller Spannung in diesem Saal, der vormals einmal ein großer Kuhstall gewesen war. Vor dem Meditationsritual wurde jedes Mal ein Stuhl unter einem eigens dafür zugeschnittenen Tuch feierlich in den Saal getragen und dann enthüllt. Es war kein besonders schöner Stuhl, eher ein hässliches Modell im Stil der 50er Jahre, aus Kunststoff mit hölzernen schrägen Beinen. Das Besondere an diesem Stuhl war, dass er zuvor in Pona gestanden und dem Guru selbst als Sitzgelegenheit gedient hatte. Der Guru Bhagwan hatte seinerzeit den Stuhl dem Ashramleiter Siddhartha geschenkt. Für Siddhartha war es eines der höchsten Gefühle, seinen Arsch genau dahin zu platzieren, wo der große Guru auch schon seine Fürze abgelassen hatte. Ich erinnere mich, dass dieses Stuhl zeremoniell immer eine allgemeine Heiterkeit auslöste und dem Ashramleiter viel Spott einbrachte. Doch der folgenden Meditation war dieses Ritual nicht abträglich, ja es löste vielleicht bei einigen die große Spannung auf das, was nun kommen sollte. Irgendwie war das Ganze so komisch, so lächerlich, dass es schon wieder gut war. Auf der einen Seite des Saals waren immer ein paar Musiker versammelt, die während des Rituals aufspielten. Vor den Musikern war der schon erwähnte Stuhl aufgebaut. Daneben befand sich eine eher moderne Bürolampe und auf der anderen Seite des Saals das Publikum. Zwischen Stuhl und Publikum saßen auch immer ein gutes halbes Dutzend junger Frauen. Sie waren die Medien in diesem Ritual und sollten die Energie, wie weiter unten noch beschrieben wird, weitergeben. Als dann alle versammelt waren, kam der Ashramleiter Siddhartha als letzter in den Tempel und begrüßte seine Gläubigen mit den Händen in Gebetsstellung vor dem Gesicht, ganz in der Manier des Meisters, nur nicht ganz so salbungsvoll. Nun konnte das esoterische Spiel losgehen. Nach ein paar einführenden Worten wurden all diejenigen aufgerufen, die Energie bekommen sollten, meist neue Sannyas-Kandidaten. Diese setzten sich dann in den Halbkreis vor Siddhartha, jeder vor einem der Medien. Jeder an seinem Platz, es kehrte Ruhe ein, absolute Stille. Die Musiker begannen leise zu spielen und steigerten langsam die Lautstärke. Dabei hielten alle ihre Hände in die Luft, die Innenseiten auf den Halbkreis in der Mitte gerichtet. Die vorne sitzend, die dahinter kniend und diejenigen, die ganz hinten waren, stehend. Dabei sangen alle die Silbe Aaa in dem Ton, den die Musiker in ihrer Komposition vorgegeben hatten. So eine Meditation nennt man Energie-Passhahn, und wer es miterlebt hat, weiß, dass sie funktioniert. Die in der Mitte bekommen dabei so viel Energie von der versammelten Gemeinde, dass es nicht selten vorkam, dass dieser Energieschub einen Orgasmus auslöste. Diejenigen, die Energie bekamen, linkten sich zumeist recht schnell in den Schoß der Medien, die hinter ihnen saßen, und liefen so nicht Gefahr, in der Ekstase unsanft umzufallen. Nach dem Zeremoniell musste man häufig den einen oder anderen Energiekandidaten wegtragen und Garmantier war völlig nass zwischen den Beinen. Ja, da kann man schon sagen, es ist echt gut abgegangen. Dieses Zeremoniell wurde an so einem Abend oft 3 bis 4 Mal wiederholt, damit mehr Leute in den Genuss eines solchen Energieflashs kommen konnten. Zwischen den einzelnen Energierunden gab es immer eine Zeit der Stille, der Besinnung und Meditation. Über einen Monat lang stimmten wir die Instrumente für dieses Ritual auf den Jahreston Chis ein, wobei außer den Musikern eigentlich niemand so recht wusste, wie wir eigentlich stimmten. Wir sagten nur, es handle sich einfach um eine kosmische Stimmung. Dies wurde uns auch geglaubt und kaum einer stellte irgendwelche Fragen, denn es funktionierte alles bestens genau wie Siddhartha sich das vorstellte. Auch die verschiedenen Therapeuten, die in diesem Ashram arbeiteten, waren von der kosmischen Stimmung sehr angetan und meinten, die Energie würde, seitdem wir kosmisch stimmten, viel besser fließen. Ja, alles war bestens bestellt, bis wir eines Tages auf die Idee kamen, eine andere Stimmung auszuprobieren.
Es war im Mai des Jahres 1980, als der Mond voll war. An diesem Tag pflegt man Buddhas Geburtstag zu feiern und wir stimmten auf Gies, auf die Stimmung des Mondes. Die neue Stimmung brachte dann alles durcheinander. Zu Beginn war es wie immer, die Leute saßen erwartungsvoll im Saal und warteten auf den Ritualmeister Siddhartha, der wie gewohnt hereinkam. Die Musik setzte ein. Man begann zu spüren, dass die Leute viel intensiver zu singen begannen, als das sonst der Fall war. Die erste Runde bekam einen ungeheuerlichen Energieschub, was man deutlich an der Feuchtigkeit zwischen den Beinen sehen konnte. Doch dann wurde es nicht mehr ruhig. Obwohl meinem Empfinden nach eine gespannte Ruhe im Saal war, man konnte deutlich das Brummen des Lautsprechers hören, wollte Siddhartha absolute Ruhe und wies Rainer an, auch den Lautsprecher zum Schweigen zu bringen. Da es in der Ruhephase immer dunkel war, zog Rainer einfach den Hauptstecker her aus. Nun war es still. Ja, die Stille hörte sich an wie ein gespannter Bogen. Klick, Siddhartha wollte sein Licht anmachen, kein Strom. Rainer hatte den Stecker in der Hand und grinste. Zwei junge Samuhasins sprangen sofort auf, gingen ein paar Schritte dem Kabel entlang, bis sie sich in einem Kabelgewirr verloren und setzten sich dann wieder. Rainer grinste noch mehr, ich grinste auch und ein paar andere Musiker konnten sich das Lachen kaum noch verkneifen. Klick, zweiter Versuch von Siddhartha, kein Erfolg, das Grinsen wurde lauter und eigentlich für jeden im Saal wahrnehmbar. Klick, dritter Versuch. Siddhartha stand auf, ging energisch zur Tür, die er mit voller Wucht zuknallte. Alles, was jetzt geschah, war improvisiert, kein Programm. Sekunden, nachdem Siddhartha die Tür zugeknallt hatte, steckte Rainer den Stecker in die Steckdose. Siddharthas Lampe ging an, mich ergriff in die Tasten des Synthesizers und sagte so etwas wie, "Come on, let's make a party." Das genügte. Die Musiker spielten voller Lebenslust und in weniger als einer halben Minute waren die meisten am Tanzen. Es folgte die ausgelassenste und fröhlichste Party, die ich je in diesem Ashram erlebt hatte. Nur Siddhartha war sauer, schaute von draußen zum Fenster rein und ging anschließend in sein Büro. Alle anderen tanzten, schmusten und feierten, es war eine echt wunderbar geile Full Moon Celebration. Am nächsten Morgen schaute Siddhartha nur noch finsterer drein, er war gar nicht mehr so erbaut über diese kosmische Stimmung, und da er Ashramleiter war, dauerte es auch nicht mehr lange, bis wir den Ashram verließen. Mond, Gesundheit und Sexualität. Bei Vollmond stehen sich Sonne und Mond einander gegenüber, bei Neumond sind Sonne und Mond auf der gleichen Seite der Erde. Neumond ist darum eher eine Zeit der Konzentration, da die Kräfte von Sonne und Mond zusammenwirken, ganz im Gegensatz zum Vollmond, wo sich aufgrund der Lage der Himmelskörper das polare Prinzip auswirkt. Vollmond ist die Zeit der Extreme, das Yang und das Yin stehen in Opposition zueinander. Es ist die Zeit, in der das größtmögliche Spannungspotenzial vorhanden ist. Diese Polarität spiegelt sich im Verhalten der Menschen wider. Die Gegensätze drängen sich bei Vollmond am stärksten zur Vereinigung. Der Mond hat auch viel mit Sexualität zu tun. So kommt zum Beispiel Menstruation, Monatsblutung, von Mensis, was auf Lateinisch Monat bedeutet. Der Blutungszyklus der Frau ist ein vom Mond bestimmter Rhythmus. Die Zeiten der Empfänglichkeit werden vom Mond gesteuert. Vollmond treibt die Menschen zusammen, es ist die beste Zeit für die Konzeption, Befruchtung der weiblichen Eizelle durch den männlichen Samen. In der natürlichen Geburtenregelung spricht man auch von Lunazeption. Der Mond beeinflusst das Geschlechtsleben und alle Regungen, die damit zusammenhängen. Medizinische Indikatoren für den Mondton ist für Frauen darum immer dann gegeben, wenn es zu Regel- und Menstruationsstörungen kommt. Eine Musik, die auf den Mondton abgestimmt ist oder auch eine Stimmgabel mit dem Mondton kann zur Unterstützung einer Therapie, zum Beispiel in Verbindung mit einer Lichttherapie, 37, die seit vielen Jahren mit gutem Erfolg bei Regelstörungen durchgeführt wird, eingesetzt werden. Die Schwingungen des Mondes hängen physiologisch mit dem Flüssigkeitshaushalt zusammen. So wie der Mond Ebbe und Flut der Meere steuert, so wirkt er sich auch auf die menschlichen Körperflüssigkeiten aus. Bei Störungen, die auf den Haushalt der Körperflüssigkeiten zurückzuführen sind, ist die Stimmgabel mit dem Mondton angebracht. In der Medizin nennt man das Verfahren, bestimmte Akupunkturpunkte mit Schwingungen zu behandeln, Phonophorese. In dieser Wissenschaft hat sich vor allem der französische Arzt Jean Lamy, 38, hervorgetan.
In der Folge zähle ich ein paar Punkte auf, die sich im Bereich der Sexualorgane bewährt haben. Die Liste ist sicherlich nicht vollständig, sie soll in erster Linie dazu anregen, an sich selbst die Energieströme in den Meridianen besser zu spüren und zu erleben. Die Technik der Phonophorese ist in einem besonderen Maß sehr einfach und auch ungefährlich im Gegensatz zur Nadelung, Einstechen von Nadeln in die Akupunkturpunkte, und zur Montag-XA-Technik, auch Muxibustion genannt. Die Muxa-Technik ist eine Räucherungstechnik, wobei brennende Stäbchen, zumeist aus chinesischem Beifuß, Artemisia vulgaris Fa. Sinensis, über die entsprechenden Akupunkturpunkte gehalten werden, wobei eine dünne Scheibe Ingwer oder Knoblauchenpunkt vor Überhitzung schützt. Diese beiden Techniken werden in China seit Tausenden von Jahren angewendet. Die älteste Technik jedoch ist wahrscheinlich die Akupressur, die Massage der Akupunkturpunkte. Günstige Punkte sind unter anderem der Punkt 1 des Herzbeutelmeridians, der auf Brusthöhe, etwa zwischen der 4. und 5. Sripp, von oben gezählt, ein paar Finger breit von den Brustwarzen entfernt liegt. Bei gut ausgewachsenen Brüsten liegt er am Außenrand der Brust, genau auf der Höhe der Brustspitze, Brustwarze. Der Herzbeutelmeridian wird auch Kreislauf 6 US Meridian genannt, zuweilen auch Perikard. Dieser Meridian spielt auch eine bedeutende Rolle bei der Fortpflanzung und kontrolliert die Kommafreu-Erniere. Daher hängt er auch mit Lust und Freude zusammen. Zwei Punkte des Lebermeridians haben auch einen recht starken Einfluss auf den Menstruationszyklus und können, wenn man sie mit einer Stimmgabel aktiviert, die Periodenstörungen. Abbildung 34. Herzbeutelmeridian mit Punkt 1. Abbildung 35. Lebermeridian mit Punkten 5 und 6. Abbildung 36. Rinmai-Meridian mit Punkten 6 und 1704. Lindern helfen. Es sind dies die Punkte 5 und 6. Diese liegen ziemlich genau in der Mitte der Innenseite der Wade. Auch auf dem Rinmai-Meridian, auch Konzeptionsmeridian oder genau Komma-Empfängnislenker Apostroph genannt, gibt es ein paar Punkte, die für die Regulierung im Bereich der Geschlechtsorgane günstig sind. Dies gilt nicht nur für die Frau. Fingerbreit unterhalb des Bauchnabels liegt der Punkt 6, auch See von Energie, oder Hara, genannt. Des Weiteren der Punkt 17, auf dem Brustbein genau zwischen den Brüsten. Dieser Punkt gilt als der wichtigste Behandlungspunkt dieses Meridians. Die günstigsten Momente zur Anwendung der Stimmgabeln auf diese Punkte, zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Geschlechtsorgane, sind die Tage um den Vollmond herum. Die Dauer der Anwendung wird eigentlich vom eigenen Gefühl bestimmt, im Allgemeinen genügen 10 bis 15 Minuten. Ich möchte hier mit aller Deutlichkeit betonen, dass eine Stimmgabelbehandlung wohl einen therapeutischen Effekt hat, aber niemals eine medizinische Behandlung ersetzen kann. Wenn jemand ernsthafte Beschwerden hat, soll er sich einem Arzt, Heilpraktiker oder Akupunkteur anvertrauen. Es gibt auch eine ganze Reihe Ärzte, die im Umgang mit diesen Stimmgabeln vertraut sind und die Stimmgabeltherapie in die allgemeine Behandlung mit einbeziehen können. Sollten sich bei einem Selbstversuch irgendwelche Unannehmlichkeiten bemerkbar machen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Durch die Sensibilisierung und die damit verbundene Steigerung des Energieflusses im entsprechenden Meridian, kann es vorkommen, dass man auf einmal zu spüren beginnt, dass in einem Organ die Energie stockt, sich das entsprechende Organ nicht im energetischen Gleichgewicht befindet oder eventuell sogar krank ist. Die Stimmgabelakupunktur kann so der Früherkennung von energetischen oder gar organischen Störungen dienen. Sicherlich ist für jemanden, der ein gut ausgebildetes Körperbewusstsein hat, der Umgang mit den Stimmgabeln und auch die Einschätzung der Wirkung wesentlich leichter abzuschätzen, als für jemanden, der nicht über ein solches Bewusstsein verfügt. Doch die Erfahrung in den letzten Jahren hat allzu deutlich gezeigt, dass das allgemeine Körperbewusstsein bei der Durchschnittsbevölkerung erstaunlich gering ist. Das merkt man vor allem bei der Art der Ernährung. Vollmondfeste. Früher richtete sich der Kalender nach dem Mond. Auch die Wochentage waren auf den Lauf des Mondes abgestimmt. Bei Neumond, zunehmendem Halbmond, Vollmond und abnehmenden Halbmond war immer ein Sonntag. Ein bis zweimal im Montag-Naht gab es dann, meist in der Vollmondzeit, noch zusätzliche Feiertage, um den Lauf der Woche in Einklang mit dem Lauf des Mondes zu bringen. Immer,
Wenn der Mond in eine neue Phase trat, war Montag, Montag. So waren in der alten Zeit die Feiertage, die freien Tage, im Einklang mit dem Mondlauf. Heutzutage müssen leider viele Leute auch bei Vollmond arbeiten, was, nebenbei bemerkt, zu erhöhten Unfallvorkommen am Arbeitsplatz führt. Doch rät ich jedem, soweit es im Rahmen des Möglichen ist, an Vollmondtagen nicht zu arbeiten, sondern zu feiern. So waren auch die Erfahrungen von Empfänglichkeit und Zeugung in den alten Kulturen ausschlaggebend für die zeitliche Festlegung der Feiertage. Die Inter feiern das Holifest im Monat Kaitra am gleichen Tag wie die Juden ihr Passa-Fest, am 14. des Monats Nisan, dem Vollmond nach Frühlingsanfang, das heißt, am Frühlingsvollmond, im März oder im April. Da steht die Sonne im Zeichen des Widders und der Mond im Zeichen Waage. Das höchste Fest der Christenheit, das Fest der Auferstehung, Ostern, wird jedoch in der römisch-katholischen Kirche wie auch bei den reformierten und protestantischen Christen stets bei abnehmendem Mond gefeiert, denn im Jahre 325 auf dem Konzil von Nikäa wurde beschlossen, dass Ostern am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, erster Vollmond nach dem 21. März, zu feiern sei. Fällt also der Vollmond auf den 20. März, der Frühling beginnt öfters auch schon am 20. und nicht erst am 21. März, so wird Ostern erst Ende April gefeiert, das heißt, über einen Monat zu spät. Weiter wurde auf dem Konzil beschlossen, wenn der Frühlingsvollmond auf einen Sonntag falle, dann sei Ostern eine Woche später zu feiern, damit man nicht am gleichen Tag wie die Juden feiern muss. Denn die Juden feiern ihr Passafest am Frühlingsvollmond. Diese Regel gilt bis zum heutigen Tag. Hiermit zeigt die Führung der christlichen Kirchen jedem, der sehen kann, dass die offizielle Kirche seit langem nicht mehr im Einklang mit dem Lauf der Dinge ist. Die bedeutendste christliche Meditation ist das Kommafest der Auferstehung, Ostern. Durch die Regel des Konzils zu Nikäa wird dieses Fest jedoch stets bei abnehmendem Mond gefeiert, astrologisch zu einer Zeit der Minderung der sexuellen und vitalen Energien. Auf Dauer hat das seine zwingenden Folgen, das Zölibat, Ehelosigkeit für Priester und Nonnen, denn die natürlichen Sternenrhythmen prägten auch weiterhin die Zeremonien und ihre Auswirkungen auf die katholische Kirche, ungeachtet ihrer eigenwilligen Beschlüsse auf dem Konzil. Der katholische Klerus darf sich nicht mehr vermählen und keine Kinder mehr zeugen und ist damit vom schönsten Ritual, dem Lebensspenden, den Fest der Liebe, ausgeschlossen. Sexuelle Restriktionen führen zumeist zu irgendwelchen Ersatzbefriedigungen. Die Geschichte hat gezeigt, in welch widerliche und grausame Richtungen das ausarten kann, man denke nur an die Inquisition. Wie weit ist die Kirche da von den biblischen Geboten abgekommen, heißt es doch, seid fruchtbar und mehret euch. Und auch du sollst nicht töten. Dies ist ein abschreckendes Beispiel dafür, wohin die Wege führen, wenn man die kosmischen Gesetze missachtet. Darum ist es ratsamer, sich an der Natur als an irgendwelchen Dogmen oder Paragraphen zu orientieren. So heißt es auch in dem schon erwähnten Buch der Sitten, die Musik ist die Harmonie von Himmel und Erde. Die Sitte ist die Stufenfolge von Himmel und Erde. Durch Harmonie verwandeln sich alle Dinge. Die Musik hat ihren schöpferischen Ursprung im Himmel, die Sitten formen sich nach der Erde. Wenn der Formungen zu viel werden, so entsteht Verwirrung. Wenn des Schöpferischen zu viel wird, so entsteht Gewalt. Nur wenn man Himmel und Erde klar erkennt, dann vermag man Sitte und Musik zur Blüte zu bringen. 39. Der Sonnenton, das magisch-transzendentale Prinzip. Die Originalfrequenz des Sonnentones liegt bei 32.312,52 Hertz. Den Sonnenton muss man darum nicht hochoktavieren, sondern runteroktavieren. Bereits die erste Unteroktave des Sonnentones liegt im hörbaren Bereich, denn die erste Unteroktave hat nur knapp mehr als 16 kHz. Im mittleren musikalischen Bereich liegen die siebte Unteroktave mit 252,44 Hertz, die achten Unteroktave mit 126,22 Hertz. Die entsprechende Farbe zum Sonnenton ist eine helles, lichtes Grün. Der Ton der Sonne ist der Ton des 20. Jahrhunderts. Er spiegelt das Denken und die Erfahrung der modernen Quantenphysik wider. Die Töne der Erde, des Mondes und der Planeten hingegen liegen auf der Ebene der Physik des 17. und 18. Jahrhunderts, da sie eine Analogie zu einem direkt beobachtbaren und erfahrbaren Phänomen darstellen. Bei allen Tönen, außer beim Sonnenton,
wird lediglich eine natürliche Frequenz in den Hörbereich hochoktaviert. Diese Töne sind Töne von wirklich vorhandenen Schwingungen, von natürlichen Gegebenheiten. Der Sonnenton entspringt einer Vorstellung, einer theoretischen Grundlage. So ist es zum Beispiel auch mit dem absoluten Temperaturnullpunkt, der zwar genau berechnet, jedoch nicht hergestellt werden kann, das heißt, man kann keine Materie so weit abkühlen, dass sie diesen Nullpunkt wahrhaftig erreicht, denn dazu würde man unendlich viel Energie benötigen. Man hat auch in der Natur bislang keinen Punkt gefunden, wo das absolute Null der Temperatur hätte beobachtet werden können. Der Sonnenton ist Ausdruck eines Grenzwertes in unserem Sonnensystem. Er bedeutet genau die Schwelle zwischen Zusammenziehung und Ausdehnung, zwischen Yang und Yin. Erreicht ein Planet die Schwingung des Sonnentones, dann wäre sein Moment der Einswerdung mit der Sonne gekommen. Bevor ich auf die wissenschaftlichen Grundlagen des Sonnentones näher eingehe, möchte ich hier ein paar grundlegende Gedanken anführen, die das Forschen im naturwissenschaftlichen Bereich betreffen. So ist zum Beispiel vielen Menschen bekannt, dass Johannes Kepler drei Naturgesetze, die drei Planetengesetze, entdeckte. Jedoch kaum bekannt ist, wie er zu diesen Entdeckungen gelangte. In philosophischer Hinsicht ist Keplers Leistung bei der Entdeckung der Planetengesetze deswegen von größter Bedeutung, weil diese erstmals Naturgesetze in mathematischer Formulierung darstellen. Johannes Kepler ist ein Meilenstein in der Geschichte der Naturwissenschaften, nicht nur wegen seinen Entdeckungen, sondern wegen der Art und Weise, wie er vorgegangen ist. Bestimmte Zusammenhänge zu beobachten und zu erforschen. So beschreibt Kepler nicht nur die Resultate seiner Forschungen, sondern widmet dem Weg, den er gegangen ist, um zu diesen Resultaten zu gelangen, breiten Raum in seinen Veröffentlichungen. So kann der Leser auch heute noch sehr genau nachvollziehen, wie Kepler arbeitete und an welchen Maßstäben er sich orientierte. Da ich den Sonnenton bei der Betrachtung der Keplerschen Weltharmonik entdeckte und der naturgesetzliche Einklang dieses Tones in den Arbeiten Keplers wurzelt, ist es wesentlich für das nähere Verständnis, sich zuvor mit der Persönlichkeit Keplers und seiner wissenschaftlichen Arbeit zu beschäftigen. Viele Leute glauben, Kepler sei Physiker und Astronom gewesen. Dies war er gewiss, aber studiert hat er Theologie an der Universität zu Tübingen. Für den Kirchendienst in Württemberg hielten ihn seine Lehrer jedoch für ungeeignet, dies vor allem wegen seiner abweichenden Ansichten hinsichtlich des Heiligen Abendmahles. Vor Beendigung seiner Studien wurde er 1594 im Alter von 22 Jahren auf die Stelle eines Landschaftsmathematikus der protestantischen Stände von Steiermark berufen, mit der das Lehramt für Mathematik an der Stiftschule in Graz verbunden war. Hier veröffentlichte er 1596 sein Geheimnis des Weltbaus, das sogenannte Mysterium Cosmographicum. Es ist die erste Abhandlung von Kepler über den Bau des Planetensystems, und er vergleicht darin die regulären platonischen Körper mit den Entfernungen der Planeten von der Sonne. 40. Im Jahre 1600 folgte Kepler der Einladung des kaiserlichen Hofastronomen Tycho von Brahe nach Prag. Kepler arbeitete dort bis zu dessen Tod 1601 als Gehilfe, dann wurde er von Kaiser Rudolf II. Als Mathematikus und Hofastronom angestellt. Was die Mathematik anbelangt, so beschäftigte sich Kepler vor allem mit den Gesetzmäßigkeiten geometrischer Figuren, auch mit der Berechnung von Weinfässern. Doch er befasste sich nicht nur mit Mathematik und Astronomie, sondern widmete sich vornehmlich auch der Musiktheorie, der Harmonik und der Astrologie. Dies ist für das Verständnis der Weltharmonik von grundlegender Bedeutung. 41. Durch das Studium harmonikaler Beziehungen in der Geometrie wie in der Musik gelangte Kepler zu seinem Weltbild und zu seinen astronomischen Erkenntnissen. Der Aufbau der Weltharmonik in fünf Büchern zeigt deutlich den Entwicklungsweg, der zur Entdeckung des dritten Planeten Gesetzes führte. Die ersten beiden Bücher sind geometrische Bücher. Band E trägt den Titel Geometrisches Buch. Ursprung und Darstellung der regulären Figuren, welche die harmonischen Proportionen begründen. Band 2 trägt den Titel Architektonisches oder auf der figürlichen Geometrie beruhendes Buch. Kongruenz der regulären Figuren in der Ebene und im Raum. Band 3 behandelt die musikalischen Intervalle. Darin sind Abhandlungen über die Anzahl und Anordnung der kleinsten Intervalle, die Teilung des Monochords, über die echten und unechten Konsonanzen und verschiedene Theorien zur Teilung der Oktave in Intervalle enthalten.
Er trägt den Titel, eigentlich harmonisches Buch. Ursprung der harmonischen Proportionen aus den Figuren. Natur und Unterschiede der musikalischen Dinge, im Gegensatz zu den alten. Im Buch 4 der Weltharmonik Apostroph beschreibt Kepler die Beziehungen zwischen den Aspekten der Astrologie und den musikalischen Intervallen. Es trägt den Titel, Metaphysisches, Psychologisches und Astrologisches Buch. Das geistige Wesen der Harmonien und ihre Arten in der Welt. Im Besonderen die Harmonie der Strahlen, die von den Himmelskörpern auf die Erde herabkommen, und ihre Einwirkung auf die Natur oder die sublunarische Seele und die menschliche Seele. Im Buch V stellt dann Kepler die Grundlagen seines dritten Planetengesetzes vor. Es trägt den Titel, Astronomisches und Metaphysisches Buch. Die vollkommensten Harmonien der Himmelsbewegungen und der Ursprung der Exzentrizitäten aus den harmonischen Proportionen. Ein Anhang in der Weltharmonik Apostroph enthält eine Vergleichung dieses Werkes mit dem dritten Buch der Harmonik des Claudius Ptolemäus und mit den harmonischen Betrachtungen des Robertus de Floxibus, genannt Flood, Arzt in Oxford, in seinem Werk über Makrokosmos und Mikrokosmos. Das erste Keplersche Gesetz. Oben, die Planeten wandern in Ellipsenbahnen um die Sonne. Das zweite Keplersche Gesetz. Unten. Das zweite Keplersche Gesetz besagt, dass die Verbindungslinie Sonne-Planet, auch Fahrstrahl oder Radiusvektor genannt, in gleichen Zeitabschnitten gleiche Flächen überstreicht, t ist ein Zeitintervall bestimmter Länge, f ist die in diesem Zeitintervall überstrichene Fläche. Die Entdeckung des Sonnentones. Die Entdeckung des Sonnentones war eigentlich nichts anderes als die logische Konsequenz, die aus der Betrachtung der nebenstehenden Abbildung hervorgeht. Die Abbildung zeigt eine doppelt logarithmische Darstellung des Sonnensystems. Die untere Skala gibt die Umlaufzeiten der Planeten in Sekunden an, die linke Seite den mittleren Abstand der Planeten von der Sonne, in astronomischen Einheiten, und die rechte Seite zeigt die Bahngeschwindigkeit in Kilometern pro Sekunde. Verbindet man in diesem System die Lage der Planeten miteinander, so reihen diese sich alle entlang einer Geraden auf. Durch die doppelt logarithmische Darstellung der Planetenabstände, der Umlaufzeiten wie auch der Planetengeschwindigkeiten kommt die dem Sonnensystem innewohnende Ordnung sehr deutlich zum Ausdruck. Natürlich gilt diese Art von Ordnung nicht nur für unser Sonnensystem, sondern auch für jedes andere gleichartige System. Es zeigt einfach eine Struktur aus der Welt der Manifestationen. Diese Gerade stellt eine Funktion dar, die zwischen Umlaufzeit, Bahngeschwindigkeit und mittleren Abstand von der Sonne der Planeten besteht. Diese Funktion hat Kepler in dem dritten Planetengesetz formuliert, die Quadrate der Umlaufzeiten der Planeten verhalten sich zueinander wie die Kuben, dritter Potenz, ihrer mittleren Entfernungen von der Sonne. Da der Merkur der sonnennächste Planet ist, beginnt in unserer Abbildung die Gerade beim Merkur und endet beim Pluto, dem sonnenfernsten Planeten, den wir derzeit kennen. Theoretisch ist es jedoch möglich, dass man bis heute noch nicht alle Planeten entdeckt hat und die gerade bei späteren Entdeckungen nach der einen oder anderen Seite zu verlängern ist. Es interessierte mich vor allem, wo der Komma-Ursprung Apostroph dieser Geraden liegt, das heißt, wo erreicht man in einer solchen Darstellung in einem analogen Zusammenhang einen Grenzwert. Für die Bahngeschwindigkeit liegt ein Grenzwert nahe, es gibt, im das dritte Keplersche Gesetz, oben eine Tabelle zur Veranschaulichung des dritten Keplerschen Gesetzes und der Gravitation. Unten eine doppelt logarithmische Darstellung des Sonnensystems. 2, S2Q9F. 115. Rahmen heutiger physikalischer Erkenntnisse, eine absolut höchste Geschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit. Es galt darum herauszufinden, wie lange eine Umlaufperiode dauert und wie groß der mittlere Abstand eines Planeten ist, der theoretisch mit Lichtgeschwindigkeit um die Sonne fliegt. Die ganze Rechnung hier vorzuführen, würde den Rahmen dieses Buches sprengen und fordert auch vom Leser gewisse mathematische Grundkenntnisse. Wen die genaue Ableitung und Berechnung interessiert, sei auf mein Buch Die kosmische Oktave verwiesen. 42, an dieser Stelle möchte ich darum nur auf die Resultate und die entsprechenden Größenverhältnisse eingehen. Bahndaten unseres theoretisch gedachten Planeten. Bahngeschwindigkeit gleich Lichtgeschwindigkeit, 299.792,5 km/sec mittlerer Abstand von der Sonne, 1,476625 km Umlaufzeit um die Sonne, Umlaufperiode,
0,000030 Sek Umlauffrequenz um die Sonne, 32.312,52 Hertz. Merkur ist der sonnennächste Planet, er hat die höchste Bahngeschwindigkeit aller Planeten, die kürzeste Umlaufzeit und den kleinsten Abstand zur Sonne. Pluto ist der sonnenfernste Planet, Pluto hat die kleinste Bahngeschwindigkeit aller Planeten, die längste Umlaufzeit und den größten Abstand von der Sonne. Die folgende Tabelle zeigt die Größenverhältnisse der Bahndaten von Merkur und Pluto. Je dichter ein Planet an der Sonne ist, desto größer ist seine Bahngeschwindigkeit, Umlaufzeit und Abstand werden geringer. Der von uns theoretisch erdachte Planet saust also mit Lichtgeschwindigkeit um die Sonne. Wenn die Bahngeschwindigkeit somit der Lichtgeschwindigkeit entspricht, sind das etwa 300.000 km/sec. Diese Bahngeschwindigkeit ist somit über 6.000 Mal größer als die des Merkur oder über 60.000 Mal größer als die des Pluto. Sein Abstand 1,476 Kilometer wäre damit 40 Millionen Mal kleiner als der des Merkur oder 4 Milliarden Mal kleiner als der des Pluto. Die Umlaufzeit 0,00003 Sekunden wäre dann etwa 250 Millionen mal kleiner als die des Merkur oder gar 250 Billionen mal kleiner als die des Pluto. Diese Zahlen sind gigantisch, man kann sich kaum etwas drohender vorstellen. Vergleicht man jedoch die Töne in Oktaven miteinander, dann wird es schnell erfassbar. Der Sonnenton von 32.312,52 Hertz, Originalfrequenz, ist etwa 38 Oktaven höher als der Ton des Merkur und 48 Oktaven höher als der Ton des Pluto. Ein Klavier hat einen Tonumfang von etwas über 7 Oktaven. Man muss sich nur mehrere Klaviertastaturen nebeneinander vorstellen, und schon gewinnt man den Überblick. Es ist wesentlich einfacher, sich 5 oder 6 Klaviertastaturen in einer Folge vorzustellen, als zum Beispiel ein paar hundert Milliarden. Hier beginnt der große Vorteil, sich gewisse Relationen in Oktaven vorzustellen, weil auf diese Weise so viel größere Dimensionen in das Vorstellungsvermögen passen. Das nennt man ein logarithmisches Vorgehen, während die Milliardenrelation einen linearen Vergleich darstellt. Dieses Gedankenexperiment vom Planeten, der mit Lichtgeschwindigkeit um die Sonne saust, zeigt einen sehr aufschlussreichen Zusammenhang im Hiersein unserer Welt, denn es wird deutlich, dass eigentlich gar nicht so weit entfernt die Möglichkeit völlig anderer Welten gegeben ist. Der Abstand, den unser gedachter Planet vom Sonnenmittelpunkt hätte, wenn er existieren würde, entspricht genau der sogenannten Gravitationslänge der Sonne. Unter Gravitationslänge versteht man den Radius einer Masse, bei der die Anziehungskräfte an der Oberfläche so groß sind, dass nichts mehr diese Masse verlassen kann, auch keine Elektronen oder Photonen. Solche Massenkonzentrationen nennt man schwarze Löcher. Schwarze Löcher haben eine so große Anziehungskraft an der Oberfläche, dass die Entweichungsgeschwindigkeit, die ein Teilchen brauchte, um dieses schwarze Loch zu verlassen, größer wäre als die Lichtgeschwindigkeit. Schwarze Löcher strahlen darum weder Licht noch elektromagnetische Strahlung ab, sondern ziehen alles rein, was in ihre Nähe kommt. Das Innenleben dieser Löcher entzieht sich unseren Beobachtungsmöglichkeiten. Würde man die Masse der Erde zu einem kleinen schwarzen Loch komprimieren, dann hätte die gesamte Erde in einem Fingerhut Platz. Ihr Durchmesser wäre kleiner als 1 Zentimeter. Das ganze Sonnensystem ergäbe eine Kugel mit einem Durchmesser von etwa 3 Kilometern. Es gibt im Universum Teile, die nicht größer als ein paar wenige Kilometer und trotzdem genauso schwer sind wie unser ganzes Sonnensystem. Solche Teile sind eben schwarze Löcher. In schwarzen Löchern herrschen gänzlich andere Bedingungen als in unserer gewohnten Welt. Der Ton der Sonne zeigt die Grenze unserer physikalischen Welt. Jenseits dieser Frequenz würde eine völlig neue Welt entstehen. Eine Welt mit anderen Dimensionen, anderen Begriffen von Raum und Zeit, jenseits der Relativitätstheorie von Einstein. Um mit der Vorstellung in diesen Bereich zu gelangen, muss man alles Gesehene und Gehörte transzendieren können, muss man offen sein für völlig neue Bilder und Fantasien. John Wheeler, einer der bekanntesten Physiker unserer Zeit, äußerte sich in Oxford am 16. Februar 1974 an der Relativitätskonferenz folgendermaßen: 43. Vielleicht gibt es den funkelnden Mechanismus im Zentrum des Universums gar nicht. Vielleicht lässt sich der Schatz,
der uns dort erwartet, doch eher als Magie und nicht als Mechanismus beschreiben. Der Sonnenton ist das Tor von einer Welt in eine andere, er ist der Ausgang aus der bekannten, mechanisch-physikalischen beschreibbaren Welt und gleichzeitig der Eingang zu einer neuen Welt, einer magischen Welt. Physiologisch löst dieser Ton, jedenfalls wenn man verspannt ist, so etwas wie einen Nervenkitzel aus. Er lässt einen dann schaudern. Vielen ist dieser Ton fremd, unheimlich, manche finden ihn gar bedrohlich. Darum empfiehlt es sich, vor Anwendung des Sonnentons zuerst mit den Tönen der Erde, des Mondes und der Planeten zu experimentieren. Ein kleines Kind lernt zu Hause und im Garten laufen. Erst, wenn es sicher gehen kann, verlässt es den vertrauten Bereich und wandert in der weiteren, noch unbekannten Umgebung herum. So ist es auch ratsam, sich zuerst auf die Schwingungen der näheren Umgebung Erde und Mond einzustimmen. Wenn man einmal sensibilisiert ist und im Einklang mit dem Lauf der Dinge resoniert, kann man auch unbeschadet die bekannten Dimensionen verlassen und über die Schwelle von Yang und Yin schreiten. Meditationen, die auf diesen Ton eingestimmt sind, sprengen alle Vorstellungen und führen einen in neue Dimensionen. Meditationen mit diesem Ton sind vor allem Menschen zu empfehlen, deren Seele von Heiterkeit und deren Geist von Klarheit erfüllt ist, und die bereit sind, sich ohne Wehmut von allem, was da ist, zu lösen. Meditationen mit diesem Ton führen in Bereiche jenseits der Erkenntnis von Gut und Böse, jenseits von Scham und Schuld, jenseits von Raum und Zeit, jenseits von Wissen und Weisheit, jenseits von Tun und Nichttun, jenseits von Sein und Nichtsein. Meditationen mit diesem Ton führen einen in Bereiche, wo das Wesen keinen Namen hat, wo das All eine und das All viele sich nicht mehr unterscheiden und in ihrem Ursprung zusammenkommen und man selbst zu diesem Ursprung wird. Erotik und Musik. Eros war bei den alten Griechen der Gott der Geschlechtsliebe, Sohn der Liebesgöttin Aphrodite und ihr ständiger Begleiter. Bei Platon, im Gastmahl, wird Eros zur Verkörperung der Liebe, zur Weisheit und der männlichen Zeugungskraft, sowohl der körperlichen wie auch der geistigen. Eros ist ein Dämon, der die Menschen für das Wahre, Gute und Schöne begeistert, er ist der Antrieb des männlichen Strebens nach Selbstvollendung und Unsterblichkeit, in seinen leiblichen und geistigen Kindern. Erotik ist die Lehre von Eros. Erotik ist das Ausleben der Geschlechtsliebe, wie sie vor allem der sexuellen Entspannung dient. Der Ausdruck Musik darf hier nicht im engen Sinne der Tonkunst genommen werden. Zu den Tönen der Instrumente gehört der Text der Lieder, gehören die sinnvoll rhythmischen Bewegungen der heiligen Tänze, gehört die ganze Stimmung. Im Folgenden werde ich weder eine wissenschaftliche Abhandlung über die Zusammenhänge von Musik und Erotik liefern, noch eine Beschreibung von irgendwelchen erotischen Szenen. Es geht hier einzig und allein um das, was Tim Leary Seeds und Setting nennt. Leary prägte diese Ausdrücke für die Vorbereitung einer psychedelischen Sitzung mit bewusstseinserweiternden Drogen, wobei ich hier auch das Kapitel Drogen ausschließe. Seeds und Setting sind die Elemente, die für eine Aktion den Rahmen bilden und die günstigste Umgebung schaffen. Dies betrifft genauso den Raum und seine Einrichtung wie die Auswahl der anwesenden Personen. Nur geht es hier nicht um die Einnahme psychedelischer Substanzen, sondern um einen optimalen Orgasmus. Natürlich schließt das nicht aus, dass bestimmte Moleküle eingenommen werden, um die Sensibilisierung und Erlebnisfähigkeit zu steigern. Das hier beschriebene Seeds und Setting ist auch nicht geschlechtsspezifisch orientiert und für normale Heteros genauso geeignet wie für Schwule und Lesben oder Hardcore-Liebhaber. Auch das spielt keine Rolle. Ausleben von Sexualität heißt Gefühle ausleben, die aus der eigenen Fantasie kommen. Da gibt es keine Grenzen. Der Raum für den Liebesakt ist der Tempel. So sind die Kirchen die Tempel für die Liebe zu Gott, was immer man darunter verstehen mag. Die Schlafzimmer sind die Tempel für die Liebe zum Menschen. Das Bett ist der Altar. Die Beteiligten sind die Gemeinde. Für viele Menschen sind Begriffe wie Sex und Erotik mit Zweisamkeit verbunden, dem muss aber nicht so sein. So kann Gruppensex sowie ein Masseur beim erotischen Akt einen unwahrscheinlichen zusätzlichen Lustgewinn herbeiführen. Dabei spielt auch der Geruch eine ganz wesentliche Rolle. Die einen mögen es, wenn es nach Lilien oder Veilchen riecht, andere mögen Räucherstäbchen, Weihrauch oder sonstige exotische Gerüche, wieder andere stört jeder künstliche Geruch. Der Geruch des Menschen hat eine unglaubliche Wirkung. Man sagt ja auch, diesen Typen kann ich riechen oder jenen kann ich überhaupt nicht riechen.
Der Geruch eines Menschen entscheidet oft über Sympathie oder Antipathie. Schade, dass sich so viele Leute parfümieren. Apropos Geruch, eine Waschung mit warmem Wasser löst den Schweiß und die Salze auf der Haut. Seife löst die Fette, jedoch nicht nur auf der Haut, sondern auch in der Haut. Wer sich zu viel mit Seife wäscht, stört deren Physiologie, friert leichter, schwitzt leichter und bekommt leichter Pickel. Zudem riecht der Schweiß einer nur mit Wasser gewaschenen Haut völlig anders als der Schweiß einer durch Seife zerstörten Haut. Da hilft auch kein Deodorantstift, dessen Substanz den Schweiß zersetzt. Man riecht dann nach allem Möglichen und Unmöglichen, nur nicht nach sich selbst. Je weniger Seife, desto sanfter und zarter bleibt die Haut, umso individueller und persönlichkeitsbetonter der Geruch. Die beste Reinigung der Haut wird entweder erzielt durch eine körperliche Tätigkeit, bei der man total ins Schwitzen kommt oder auch bei einem Besuch einer guten Sauna. Mit dem Schweiß gelangt der ganze Dreck und Schmutz auf die Hautoberfläche und kann dann ganz leicht abgespült werden. Danach riecht man, wie man eben riecht. Wesentlich vor einem guten sexuellen Encounter ist, dass man beweglich und geschmeidig ist. Die beste Voraussetzung dazu schafft entweder eine Massage oder wenn man ein paar Stunden richtig intensiv tanzt, ja, man kann sich richtig heiß tanzen, auch wenn man dabei durstig wird. Zu viel starker Alkohol mindert später den Genuss beim Orgasmus. Alkohol wirkt in kleinen Mengen belebend, doch sehr bald auch desensibilisierend. Psychedelika haben da eine zum Alkohol geradezu konträre Wirkung. Der Altar ist das Bett. Sicher ist ein normales, bequemes Bett zumeist vorhanden, doch die meisten Betten sind durch ihre Konstruktion bedingt statisch, das heißt, sie gehen im Rhythmus nicht mit. Wasserbetten sind da schon interessanter, der Liebesakt wird dynamischer und bewegter, man kann sich nicht bloß sehen und die Bewegungsimpulse kommen wie ein Echo zurück. Auch Hängematten, besonders sehr große, in denen man nicht längs, sondern auch diagonal oder quer liegen kann, sind hier sehr geeignet. Doch es gibt noch eine besondere Art von Betten, die nicht so bekannt ist, das Hängebett. Ein Hängebett kann man sehr gut selber bauen. Ein richtig fabriziertes Hängebett ermöglicht die Abbildung 39. Das Hängebett schwingt bei jeder Bewegung mit, so dass man sich darauf in einem frei wählbaren Rhythmus einpendeln kann. Um den Rhythmus zu beschleunigen, muss man nur die Ketten oder Seile etwas verkürzen, will man gemächlicher schwingen, so sind diese zu verlängern. Genaue kosmische Einstellung des Schwingrhythmus, so dass man sich genau im Takt zur Musik und im Einklang mit den Rhythmen der Natur auf dem Hängebett vergnügen kann. Ein Hängebett kann prinzipiell in jeder Wohnung eingerichtet werden, wenn die Decke solid und tragfähig genug ist. In älteren Häusern muss man zumeist die Decke mit den Fingern oder mit einem Hämmerchen abklopfen und nach den tragenden Balken in der Deckenkonstruktion absuchen, da nur diese und nicht die übrigen Deckenteile tragfähig sind. Dann werden in die tragfähigen Abschnitte der Decke vier kräftige Ringhaken eingelassen und vier Seile oder Ketten daran befestigt. Unten an den Seilen, oder Ketten, wird dann das Bett aufgehängt. Das Bett wird aus zwei Balken konstruiert, auf denen die Liegefläche angebracht wird. Damit das Hängebett auch richtig schwingen kann, ist es wichtig, dass die Seile, oder Ketten, senkrecht nach unten hängen und parallel zueinander sind, das heißt, die Abstände der Haken dürfen nicht weiter auseinander liegen als die äußeren Enden des Bettes. Das harmonische Hin- und Herschwingen der Liegefläche ist ja das Wesentliche beim Hängebett. An je zwei der Seile oder Ketten werden je ein Balken befestigt, so dass die Balken waagrecht in gleicher Höhe hängen und auch parallel zueinander sind. Die Abbildung 40 zeigt ein paar Möglichkeiten, wie ein Balken an ein Seil oder auch an einer Kette einfach aufgehängt werden kann, so dass er in allen seitlichen Richtungen gleich gut ausschwingen kann. Auf diese zwei Balken wird dann ein großes Brett, zum Beispiel eine oder zwei ausgediente Türen, gelegt und ebenfalls befestigt, zum Beispiel mit Schrauben oder Holzzapfen. Auf dieses Brett kommt dann die Matratze und das Bettzeug. Es ist wirklich nicht schwierig, so ein Hängebett zu konstruieren. Nimmt man Seile zur Aufhängung, so empfiehlt es sich, Schlaufenhaken in das Seil einzuspannen, damit man die Länge der vier Seile verändern kann. Bei Ketten genügen einfache Abbildung 40. Die Aufhängung des Bettes an den Seilen oder Ketten. Die Skizzen zeigen drei Möglichkeiten, wie ein Balken am besten an einem Seil oder einer Kette befestigt wird, so dass er gut und frei schwingen kann.
kräftige Karabinerhaken oder Vorhängeschlösser, mit denen man einfach ein paar Kettenglieder überspringen und so die Länge der Seile oder der Ketten sehr rasch verändern kann. Bei der gespannten Kette hängen dann die überschüssigen Kettenglieder als Schlaufe neben der gespannten Kette herunter. Ketten haben zudem den Vorteil, dass man in beliebiger Höhe etwas aufhängen oder befestigen kann. Die Länge der Seile wird nach dem Pendelgesetz berechnet. Will man sich zum Beispiel zu einer Tagestonmusik vergnügen, empfiehlt sich eine Seillänge von etwa 173 cm, dies führt zu einer Grundschwingung von 91 Pendelbewegungen pro Minute, das heißt, einen Impuls pro 1,5 Sekunden. Dies entspricht der 15. Oktave des Erdentages. Es ist jedoch zu beachten, dass der Schwerpunkt des gesamten Hängebettes die darauf liegenden Personen mit eingeschlossen für die Pendelfrequenz ausschlaggebend ist. Darum ist der Balken etwas tiefer als 173 cm unterhalb der Deckenhaken an den Seilen oder Ketten zu befestigen. Als günstiges Mittelmaß hat sich etwa die Dobhältebreite der Matratze erwiesen. Legt man also zum Beispiel eine 15 cm dicke Matratze auf das Brett des Hängebettes, so sind den 173 cm noch etwa 2×15 gleich 30 cm hinzuzufügen, was dann einer Gesamtlänge von etwa 2,03 Metern entspricht. Ein Hängebett, dessen Seile oder Ketten eine Gesamtlänge von 1,73 Metern zuzüglich der doppelten Breite der Matratze haben, bei 15 cm dicken Matratze also etwa 2 Meter schwingt, wenn liegende Personen sich darauf bewegen, genau im Einklang mit der Rotation der Erde und passt so zu einer dynamischen Musik in der anregenden Tonart G, mit einem Tempo von 45,5 oder auch 91 Anschlägen pro Minute. Liegt man jetzt auf einem solchen Hängebett und hört dazu eine Musik, die in Rhythmus und Ton auf den Tageston abgestimmt. Abbildung 41. Das Pendel. Ein Pendel schwingt konstant. Ein Pendel der vierfachen Länge benötigt genau die doppelte Zeit, um hin und her zu schwingen. Das rechte Pendel auf der Abbildung pendelt somit genau doppelt so schnell wie das linke. 2. S133. Abbildung 42. Das Fadenpendel. Das Fadenpendel, auch mathematisches Pendel genannt, besteht aus einem Gewicht, G, einer Aufhängevorrichtung am Gewicht, A, einem Faden, F. Das ganze Pendel wird an einem Balken oder einem Ast oder einer Zimmerdecke befestigt, so dass es frei schwingen kann. Vom Befestigungspunkt, B, bis zum Schwerpunkt des Gewichtes, SG, wird die Länge, L, des Pendels gemessen. Wird das Pendel angestoßen und zum Schwingen gebracht, dann bewegt sich das Gewicht auf der Bahnkurve von P1, über PO, nach P2, und dann wieder von P2, über PO, nach PL, zurück. PO ist der Tiefpunkt der Bahnkurve der Pendelbewegung des Gewichtes. Während einer vollen Schwingung passiert das Gewicht zweimal den Punkt PO. Ist, kann man völlig im Einklang mit der Musik ans Werk gehen. Wem es an Fantasie mangelt, was die Stellungen beim Sexualakt angebelangt, dem seien die Kommaübungen apostroph aus dem wirklich schönen, reich illustrierten Tantrabuch von Amargo anempfohlen. In diesem Buch sind jede Menge netter Hinweise diesbezüglich zu finden. 44. Nicht nur die Musik und der Rhythmus, auch die Beleuchtung hat ihre Wirkung. Wie schon in Kapitel 3, die Schwingung des Tages, erläutert wurde, steigert die Farbe orange-rot die Triebdynamik. Vor einem intensiven Geschlechtsakt ist darum eher auf eine rötliche Beleuchtung zu achten. Nach dem Orgasmus, beim Entspannen, kann man dann auf eine grünliche Beleuchtung umschalten, es sei denn, man will eine weitere Runde einlegen. Möchte man hingegen in heiterer Fröhlichkeit nach der orgiastischen Szene einen Sekt genießen, dann ist ein Violett eher anregend, jedoch nicht dynamisierend im körperlichen Sinne. Wer mehr auf platonische Liebe steht, dem sei eine Musik in der Stimmung des platonischen Jahres empfohlen, denn diese fördert die Heiterkeit und stimuliert nicht so direkt den körperlichen Drang. Eine Musik in F, entsprechend die Farbe Violett und die Seile, oder Ketten, des Hängebettes etwas verlängert auf etwa 220 cm, plus die doppelte Breite der Matratze, also insgesamt auf etwa 2,5 Meter, dann schwingt das Bett etwa 40 Mal in der Minute hin und her. Das entspricht der 38. Oktave des platonischen Jahres. Will man im Einklang mit dem Om, dem Jahreston der Erde, dem Qis, im Hängebett schwingen, dann braucht man schon ein recht hohes Zimmer.
Die entsprechende Pendellänge liegt nämlich bei etwas 352 cm, also etwa 3,5 Metern. Hier ist natürlich auch wieder die doppelte Breite der Matratze hinzuzufügen, so gelangt man dann zu einer Gesamtlänge von gut 3,80 Metern. In einem normalen Zimmer wird das wohl kaum möglich sein, doch zum Beispiel auf dem Dachboden oder Speicher unter dem First des Hauses ist oft ein Platz dieser Höhe zu finden. Sommernächte in einem Hängebett, das auf den Jahreston abgestimmt ist, haben ihre ganz speziellen Reize. Sie wirken entspannend und beruhigend, öffnen die Seele und lassen einen einander näher kommen. Babys und kleine Kinder kann man auch in einem normalen Zimmer im Jahresrhythmus schaukeln lassen. Denn auch die Pendellänge von 88 cm schwingt im Rhythmus Oktav analog zum Erdenjahr, genau in der 24. Oktave. Die 352 cm entsprechen hingegen der 23. Oktave. Da kann man die Zahl 23, als Oktavzahl, regelrecht spüren. Die 23 ist ja bekanntlich eine magische Zahl und die Lieblingszahl von Robert Anton Wilson, der die Bedeutung dieser Zahl immer wieder in seinen Büchern hervorhebt. 45 bis 47. Beim Hängebett ist allgemein darauf zu achten, dass um das Bett herum genügend Freiraum ist, damit das Bett auch frei schwingen kann und nicht irgendwo anstößt. Mindestens einen Meter sollte das Hängebett nach jeder Seite hin ausschwingen können, ohne dass es Wände oder Möbel berührt. Sollte die Wohnung nicht sehr groß sein und das Hängebett ein ganzes Zimmer ausfüllen, dann kann man zusätzlich vier Seilzüge installieren, die über Rollen laufen, und so das Bett tagsüber einfach hochziehen. So hängt dann das Bett am Tage dicht unter der Decke, den Platz darunter hat man frei, und kein Mensch sieht, ob man sein Bett schon gemacht hat oder nicht. Musik als Farbe, Ton, Rhythmus, Massage, Erotik. Und alles im Einklang mit dem Lauf der Dinge, das ist sinnliche Nutzung kosmischer Erkenntnisse. Ja, viele Menschen, die sich mit übersinnlichen Dingen beschäftigen, haben entweder Scham vor ihren eigenen Sinnen und dem, was sie selber sind, oder kommen einfach nicht mit ihren eigenen Sinnen zurecht. Viele Esoteriker beschäftigen sich vielfach intensiv mit sogenannten übersinnlichen Phänomenen und glauben, über den sinnlichen Dingen zu stehen. Doch unsere Sinne und die uns von Natur gegebene Fähigkeit, sie zu genießen, ist eine uns innewohnende herrliche Begabung. Begabung, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Gabe. Eins sein mit dem Kosmos heißt auch, alle seine Sinne und sinnlichen Genüsse in Übereinstimmung mit dem Kosmos zu bringen. Je mehr wir uns darin einschwingen, umso mehr können wir die kosmische Ekstase in uns erleben, körperlich, seelisch wie geistig. Keines der drei steht über dem anderen. Alle sind Teil des Wesens Mensch, das man auch Individuum nennt. Individuum heißt Unzerteilbares. Wer da einen Teil ausschließt, kann niemals als Ganzes in den bewussten Genuss des wahren universellen Einklangs gelangen, kann niemals als Ganzes die kosmischen Schwingungen in sich erleben, sondern erreicht allerhöchstens eine subalterne oder partielle kosmische Übereinstimmung. Die eigene Dreieinigkeit von Körper, Seele und Geist ist der Schlüssel zur Ekstase. Ist die Person, von lateinisch personare gleich zum Erklingen bringen, hindurchtönen, in Einklang mit dem Kosmos, so resoniert der Kosmos in ihr, der Kosmos findet seinen Widerhall in der Person. Wird man sich dessen bewusst, hat das Bewusstsein kosmische Dimensionen erreicht. Stimmgabeln. Die Stimmgabeln werden von Hand geschliffen und sind bei 20 Grad Celsius gelegt. Die Genauigkeit übertrifft bei weitem die DIN-Norm. Sie sind aus Stahl gefertigt, vernickelt und verchromt. Die Stimmgabeln haben rechteckige Gabelarme, 4x8 mm, und schwingen bis zu 3 Minuten. Alle Frequenzen in Herz. Erdtöne. Informationen zu den Stimmgabeln und zu allen weiteren Produkten der kosmischen Oktave, erhalten Sie kostenlos und unverbindlich über Planetware Augustenfelder Straße 24a 80.999 München Phon 089.812 1105 Fax 089.812 93 81. Frequenzen der planetarischen Stimmtöne. Erste Art der Periode, zweiter Periodendauer in Tagen, dritter Frequenz in Hertz, vierter Tonbezeichnung, auf Basis von einem A, gleich 440 Hertz, fünfte Oktavzahl. Frequenzen der planetarischen Stimmtöne. Sechstens entsprechendes chromatisches A, siebte Farbe, achter Wellenlänge der Farbe in Mikrometer, neunten Tempo, Frequenz in Anschlägen pro Minute,
zehnte Oktavzahl des angegebenen Tempos.